Das sieht zumindest bei mir gut aus. Sagt mir gern Bescheid, wie es bei euch ankommt. Aber das sieht gut aus, wie gesagt, bei mir. Hallöchen! Asano Virus, Frankie Tanky, Chest Smitty, Alex, Agro, Ragnar, Plus TV, und Marcel und Vello und Torben und Demon und Gromdorn und Matthias und Justin und Ben und alle sind sie da. Hi zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Silent Hill 4, das Resi 6 der Silent Hill-Reihe. Hätte auch gepasst, sehe ich den Punkt, aber ich habe mir gedacht, das passt auch gut zu Resident Evil Zero. So ein bisschen nach der Originaltrilogie, dieser eine Teil, der irgendwie für viele nicht mehr so wirklich gepasst hat, sind auch zeitlich ungefähr nahe aneinander rausgekommen. Ich glaube, 1-2 Jahre lagen dazwischen. Hi, Vampire Girl. Und ja, genau. Ich kann mich erinnern, dass ich das Spiel damals, als es neu war, ich würde sagen, zu einem Drittel oder so durchgespielt habe und dann habe ich abgebrochen, weil es mich echt genervt hat. Aber ich schaue es mir jetzt gern nochmal an. Ich bin sehr gespannt. Hey, irgendwie ist das jetzt aber, soll das keinen Sound haben? Ja, müssen wir im Spiel dann mal gucken, wie das lautstärketechnisch ist. Kann man ja hoffentlich jederzeit umstellen. Vielleicht ist nur das Hauptmenü so unglaublich laut. Ach Gott, ich kann mich erinnern, dass das Spiel sehr frustrierend war und die Steuerung furchtbar. Ich bin gespannt, wie ich das heute empfinde. Wahrscheinlich nicht unbedingt besser, aber gucken wir mal. Das ist ja auch ein relativ kontroverses Spiel, ne? Das viele sogar eigentlich ganz gut finden und bis heute als unterschätzt empfinden. Und für viele war es so das Ende der Silent Hill-Reihe. Ich habe mir vor kurzem so ein Ranking angeguckt, ich weiß nicht mehr wo, auf IMDb oder irgendwo, oder weiß ich nicht auf welcher Seite, aber da wurde das tatsächlich über Silent Hill 3 zum Beispiel eingestuft. Na, mal gucken. Das Spiel ist gar nicht so schlecht, aber eben etwas seltsam und teilweise auch sauschwer. Und frustrierend, glaube ich auch, mit den unsterblichen Verfolgergegnern und so Blödsinn. Sowas mag ich immer gar nicht. Ich kenne es tatsächlich überhaupt nicht. Ah ja, okay. Hab nur den Film davon gesehen. Ah ja. Der Film basiert ja sehr stark auf dem ersten Teil, nur leicht abgeändert. Der vierte ist ja nochmal was. Der vierte ist wirklich nochmal ganz was anderes. Der hat auch so ein bisschen mit der Silent Hill-Tradition gebrochen, der ersten drei Teile. Es gibt zumindest Gerüchte drüber, aber ich weiß nicht, ob das jemals wirklich bestätigt wurde oder ob das noch aktuell ist, dass das ursprünglich schon ein fertiges anderes Spiel war, das dann im letzten Moment noch schnell den Silent Hill-Stempel bekommen habe. Ich meine mich zu erinnern, dass es ganz so, wie diese Legende geht, nicht war in Wirklichkeit, aber schon so ähnlich. Naja, gut. Ich muss mal bei mir ein bisschen lauter hier machen. Das passt so. Okay. Ah, warte, das muss ich noch schnell tun. Moment. So. So. Okay, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Ich bin gespannt. Der erste Film war wirklich nach dem ersten Spiel, der zweite nach dem dritten Spiel, ja, genau. Und wisst ihr, ausgerechnet den besten Teil haben sie nicht verfilmt. What the fuck? Aber okay, ist vielleicht auch besser so. Ja, irgendwie funktioniert ja Silent Hill so ein bisschen nach den Regeln.
dass Kreaturen, die aus einer Psyche entstammen, auch durchaus dann in andere hineinbluten können. Ne, so kann man die Existenz von Pyramid Head quasi auch über James hinaus irgendwie ein bisschen begründen, wenn man unbedingt will. Aber ich finde es auch schwach, dass der einfach wieder recycelt wurde. Okay, New Game, ich spiele es auf Easy, weil ich habe es in Erinnerung als sehr frustrierend und schwer. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ja. Ach, Silent Hill 2 wird jetzt auch noch verfilmt. Wirklich? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, vor 2 Jahren ist Henry in den Raum 302 gezogen. Mehr habe ich nicht gelesen. Aber vor 5 Tagen ist etwas Seltsames passiert. Er hatte immer wieder Träume. Er konnte Raum 302 nicht mehr verlassen. Kann man das auf Deutsch stellen? Muss ich das nochmal machen vielleicht? Ursprünglicher Working Title war Room 302, ja. Das Gerücht des Blödsinn wurde schon von den Entwicklern bestritten. Ja, genau. Ich habe schon gehört, dass das eben nicht so stimmt, wie man sich das lange erzählt hat. Hallo, Arthur. Kann ich die Kommentare hier lesen oder nur die von Kanalmitgliedern? Ja, nur die von Kanalmitgliedern. Nee, ich habe ja sowohl die Twitch-Nachrichten als auch die YouTube-Nachrichten. Ich habe alles offen und lese so viel ich kann. Aber jetzt muss ich mal noch schnell gucken, ob wir vielleicht wirklich irgendwo... Aber wenn, dann wüsste ich nicht wo, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht geht's auch nicht auf Deutsch. Ist auch okay. What are you buying? Habe ich mich erschrocken. Das war ganz schön laut bei mir. Hallo, viel zu alt für... Ich bin gerade verwirrt, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich habe den Controller angesteckt. Geht's mit mit der Tastatur kann ich mich bewegen. Mit dem Controller nicht. Oh nein, oh Gott. Wartet mal, ich gehe noch mal schnell ins Title-Menü. Ich muss noch mal schnell gucken, ob ich doch noch irgendwas einstellen kann vielleicht. Ansonsten versuche ich es mit Maus und Tastatur zu spielen. Ist wahrscheinlich nicht optimal, aber... Gucken wir mal. Ich befürchte fast, man kann bei dem Spiel wirklich gar nichts einstellen, oder? Ha. Seltsam alles. Okay, gut, dann befürchte ich, spiele ich mit Maus und Tastatur. Wir werden es schon hinkriegen. Bewegung gibt es als DLC, ja. Ich habe auch das Gefühl. Okay. Ich habe einen Schrei gehört. Was ist nur mit diesem Raum? Der sieht nicht mehr gut aus. Dafür, dass der erst seit ein paar Monaten hier ist, ne? Muss der schon, als der eingezogen ist, ziemlich heruntergekommen gewesen sein. Es ist in Blut und Rost gehüllt. Das ist mein Raum, aber was zur Hölle ist mit ihm passiert? Unheimlich, das sieht ja fast wie ein Gesicht aus. Dieser Raum, ist es wirklich mein Raum? Da ist Teil eines alten Buches. Es gab einmal ein Baby und eine Mutter, die durch eine magische Schnur verbunden waren. Oder eine Nabelschnur vielleicht. Aber eines Tages wurde die Nabelschnur durchtrennt und die Mutter schlief ein. Das Baby ist alleine. Los, weg. Aber das Baby hat viele Freunde im Wunschhaus gemacht. Und jeder war sehr lieb zu ihm. Das Baby war glücklich. Der Rest ist zerrissen, ich kann es nicht mehr lesen. Das klingt aber nach einer guten Geschichte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was mit der Mutter ist und so. Wie lange waren denn die über eine Nabelschnur verbunden? Das ist eh weird. 1:1 meine Wohnung, ja.
Hey, man müsste nur mal ein bisschen, weißt du, einmal drüber streichen und dann sieht das gleich ganz anders aus. Ich habe im Wohnzimmer in der Decke so Holzbalken und die haben auch immer wieder so braun durchgeschimmert, ne, so durchgesuppt so ein bisschen. Und da gibt's ein super, super coole Farben, die das abdecken ein für alle Mal. Einmal über diese rostigen Wände drüber und alles ist perfekt. Das Zimmer ist in 0,nix wieder renoviert. Es ist in schrecklicher Verfassung, die Luft ist schwer, mein Kopf tut weh. Ich habe neulich angefangen und bin gerade im Gefängnis. Ich finde auf jede tolle Sache im Game, Folge 2 schlechte, was sehr schade ist. Ach so, ich verstehe, auf jede gute Sache im Game 2 schlechte. So circa 9 Monate, würde ich sagen, dass sie verbunden waren, meinst du? Bin mir nicht sicher, das klang anders. Die Luft ist schwer, Barry, mein Kopf tut weh. Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Dankeschön verbal für den Superchat auf YouTube. Dankeschön. Jetzt wartet, jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz raustappen. So. Jetzt passt's. Dammit, ich hoffe, das gehört jetzt so und ist nicht so, weil ich mich rausgetappt habe. Gruselig, sieht mein Gesicht aus. Dammit, ich glaube wirklich, das Spiel ist jetzt kaputt. Hau doch ab, Spiel. Was soll denn das? Kein guter Anfang, den wir hier haben. Kein guter Start. Ich dachte, das hätte ich bewegt, aber jetzt ist es dahin zurückgekehrt, wo es vorher war. Versuchen wir es nochmal mit raus und wieder rein? Nee, irgendwas wird nicht richtig geladen. Okay, raustappen mag das Spiel anscheinend nicht so gerne. Da müssen wir vorsichtig sein. Falls du es am PC spielst, musst du unbedingt den Patch installieren, der den Bug behebt, dass die Heimsuchung nicht auftaucht. Sonst verpasst du einen wichtigen Part des Spiels. Oh Gott. Ich hoffe, so weit kommen wir noch nicht oder so. Wenn du via Steam spielst, kannst du den... Nee, ich spiele tatsächlich über... Ich spiele tatsächlich die Good Old Games Version. Ich verstehe irgendwie einfach leider nicht, warum ich mit dem Controller nicht nach vorne gehen kann. Ich kann alles machen, aber nicht nach vorne gehen. Komisch, als ob es keine nach vorn gehen Taste geben würde. Ich verstehe es nicht. Okay, ich klicke nochmal alles an und wir tappen uns diesmal nicht raus. Einer deiner liebsten Silent Hill-Teile, Falcon. Okay, alles klar. Mein erster Start war jetzt schwierig mit dem Spiel, sage ich mal. Aber vor allem auch aus technischen Gründen, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe es ja damals, als es rauskam, schon mal gespielt und ich fand die Idee mit dem Raum sehr cool, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen, aber es hat mich sehr frustriert, das Spiel. Muss ich leider auch sagen. Ich klicke jetzt nochmal alles an, was wir schon angeklickt hatten, damit wir möglichst schnell hier wieder rauskommen. Oder möglichst schnell wieder da sind, wo wir waren. Creepy. Oh, guck mal, ist das eigentlich ein Bild von uns? Ich glaube schon. Who is this guy? Ach so. Ich dachte, wir sind this guy. Okay, gucken wir mal noch in dem Fernseher. Wo ist dieser große Fernseher hergekommen? Ich dachte, hier war ein Kassettenrekorder. Was ist das?
Nimm die Puppe. Vielleicht ist es schon zu spät für eine Puppe. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch schon so Träume, aber da war ich der Kerl aus der Wand. Im Traum durch Wände gehen ist bei mir sehr zäh. Es geht, aber Wände sind schon dick und zähflüssig in meinen Träumen immer. Frag mich nicht warum. Das ist erst circa bei der Hälfte des Games. Okay, da kommst du heute nicht mehr hin. Aber danach google mal. Ja, muss ich mal gucken, dass wir einen Patch bis nächste Woche finden. Gucken wir mal. So verkatert, dass man sich erst den Fernseher kauft und dann die Wohnung umstellt. Aber hier steht auch der Fernseher da, guck. In der Vorsequenz. Wo aber alles nicht so rostig aussieht. Oh ja, da hast du wahrscheinlich recht mit der Musik, ne? Ah ja, zur Not, das kriegen wir schon hin. Oh man. What a dream. Wir kaufen einfach YouTube. Wenn, dann kaufen wir, glaube ich, eher, oder? Die Musikrechte für Silent Hill The Room. Ich glaube, das ist billiger. Ein Telefon. Oh, wir rufen anscheinend jemanden an. Oder auch nicht. Leider haben die Ziffern kaum Texturen. Wer weiß, welche Nummer er jetzt gewählt hat. Schwammiger Strich, schwammiger Fleck, großer schwammiger Fleck, schwammiges T. So sind Telefonnummern in der Welt. Bist du nicht auch verkatert mit deinen Tieren? Da, 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 da. Ich bin sogar doppelt verkatert. Hallo? What? The cord's cut. Uh-oh. The cord's cut. Oh, guck mal, jetzt haben wir Texturen drauf. Wie wär's, wenn wir mal 110 wählen? Hä? Wartet. Ich habe noch eine Idee. Schauen wir mal unseren Kontostand an. Irgendwie, ich glaube, man muss eine gewisse Anzahl. Keine Antwort. Okay, schade. Na gut, dann halt nicht. Ja, stimmt. 911 Venture, ne? Wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Guckt, es sieht eigentlich ganz nett da draußen aus. Vielleicht Hauptfigur. Geh einfach mal raus und berühr Gras. Guck mal, die sehen alle gleich aus. Mein Gott, warum haben die alle so hässliche gelbe Sackkleider und überall Klone? Ach so, es geht wahrscheinlich um die eine Frau, die da an der Treppe steht und die kein Klon ist, ne? Die geht jetzt in die U-Bahn. Und auch lauter Klonautos, oh mein Gott. Da ist die Polizei.
Ja gut, ruft man die Polizei, weil man einen blöden Albtraum hatte, ne? Ich glaube, unsere Hauptfigur braucht Hilfe, aber nicht von der Polizei. Hi, Dingeling. Okay. Können wir hier wieder weggehen? Ja. Hotel South Ashfield. Restaurant Fuzzly? Fuzzly. Oh, da steht jemand am Fenster. Hallo. Könnt ihr mal hier eine Leiter vielleicht vor mein Fenster stellen? Oh, guck mal, da ist eine Nummer. Bar Southfield. 555-3750. Na, jetzt habe ich die, bis dahin habe ich die Nummer vergessen. Jetzt, ich habe sie wirklich vergessen. 555-3710 oder so? Nee, da muss ich nochmal gucken. Ich kann mir doch nicht länger als 10 Sekunden, ach, ach was, 3 Sekunden so eine Nummer merken. Saita, vielen, vielen Dank für den Superchat. Schau aus dem Fenster, da steht die Nummer. Ja, ich hab's gesehen. 555-3750. 3750. 3750. 3750. Ha, tatsächlich. Cool. Hallo? Ich kann sie ganz schlecht verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass mein Kabel durchgeschnitten ist. Dieses Geräusch, was war das? Ich würde sagen, ein Grund, dass der Mann von der Telekom mal vorbeischaut. Hier sind viele kleine Gegenstände, aber nichts Interessantes. Das ist das Problem, ne? Wenn man so sein, irgendwie, wenn man so seine Wohnung, sein Haus mit immer mehr so Grusch anfüllt und eigentlich braucht man nichts davon und irgendwann, egal wo man hinguckt, denkt man sich, hier sind sehr viele kleine Gegenstände, aber nichts Nützliches. Das Gefühl kenne ich. Dann sollte man aussortieren. Schokoladenmilch? Das ist doch was Nützliches. Nom 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 nom. Die ist bestimmt vegan. Sehr süß. War zu Hause im Kühlschrank. Können wir den Wein da auch noch mitnehmen? Weiße Wein nehmen wir mit. Weißwein aus dem Kühlschrank. Ach so, eine Waffe, die aber irgendwann mal bricht. Alles klar. Hast du schon versucht, das Telefon aus- und wieder einzuschalten? Ja, genau. I don't feel like washing my hands right now. Na gut. I don't feel like cooking now. Okay. Oh, was war das? Vor fünf Tagen hatte ich zum ersten Mal diesen Albtraum. Seitdem schaffe ich es nicht mehr, meinen Raum zu verlassen. Das Telefon funktioniert nicht, der Fernseher funktioniert nicht. Meine ganze Welt ist plötzlich verrückt geworden. Meine Tür ist verkettet, die Fenster sind versiegelt. Und zu allem Überschluss ist die Tür auch noch von innen verkettet. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Geh nicht raus, Walter! What the hell? Was zur Hölle? What's going on here? My luck changes before the party. Ich muss schon sagen, genauso damals wie heute
mag ich die Stimmung in dem Spiel sehr gerne. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die Sequenzen im Zimmer immer sehr gern mochte. Nur leider die Sequenzen dann in der U-Bahn und so weiter, die haben mich sehr genervt. Ich bin gespannt, ob mir das jetzt auch wieder so geht. Oh, da ist was wahrscheinlich von ihrer Einkaufstüte durch meine Tür durchgerutscht. Was ist das? Ein Zettel, auf dem steht: Mama, warum wachst du nicht auf? Den ersten Brief haben wir gefunden. Ich meine, ne, das ist alles schon ganz schön. Die Ketten hier sind basically eine Metapher. Und wir sind, ja, weiß ich nicht, ist zu früh für eine Diagnose. Aber im Grunde ist dieses Zimmer ziemlich sicher eine Abbildung unserer Psyche und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ach so, im Kühlschrank habe ich schon geguckt. Danke, habe ich nur vergessen. Kochen wollten wir auch nicht. Ich will mir nur noch mal alles angucken, was wir im Traum gesehen haben. Da sind Fotos von mir als Kind und als ich die Highschool abgeschlossen habe. In einem Hotelzimmer, aber weiß ich nicht, warum nicht. Ein Foto von Frank Sunderland. The Super. Hä? Ich weiß nicht, was sein Super ist, aber Frank Sunderland ist scheinbar der Super in South Ashfield Heights. The Super hier, ne, verstehe ich nicht. Ist bestimmt nicht so wichtig. Foto von außerhalb der Ashfield Heights. Ja, aus dem Fenster gucken und so weiter und so fort. Whatever. Aber was genau hat das mit dem Dorf Silent Hill zu tun? Kommt das später noch oder überhaupt nicht? Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber schauen wir mal, vielleicht erfahren wir das noch. Oh, guck mal da. Ich fand das ja in diesem neuen Silent Hill Walking Simulator, wo man immer vor dem Monster weglaufen muss mit den Zetteln und wo es um Jugendliche und Suizid geht. Ich fand das ja in manchen Stellen ganz nett, aber in manchen so schlecht. Und da ist der Bezug zu Silent Hill, der dann in einem einzigen Dokument irgendwo im Spiel hergestellt wird, dass nach der Stadt Silent Hill, weil da die Selbstmordrate so hoch ist, das Silent Hill-Syndrom benannt wurde, dass sich Jugendliche umbringen. Und deswegen ist das ein Silent Hill-Spiel. Ich glaube, bei diesem neuen Silent Hill, von dem mir der Name nicht einfällt, ne? Das ist, glaube ich, wirklich so. Das war, glaube ich, wirklich irgendein ganz anderes Spiel. Und dann hat Konami gesagt, hey, komm, Resident Evil ist gerade voll erfolgreich, lass uns schnell irgendwo Silent Hill draufklatschen und dann haben wir ein Silent Hill-Spiel. Ich glaube, da war es wirklich so. Ich glaube, da stimmt die Geschichte, die man sich über The Room erzählt. Ich glaube, da stimmt's. 555-6823 die Ghostbusters. Das wäre auch eine gute Nummer wahrscheinlich. Okay, wir haben wieder ein Stück Papier. Irgendwas wurde da drauf geschrieben. Durch das Ritual der Holy Assumption. Übrigens, Holy. Ich habe Apfeleistee in meinem Holy Becher. Auch sehr köstlich. Nach Matcha Minze mein Zweitlieblings-Eistee. Nam, nam, nam. Sehr köstlich. Super ist Hausmeister. Ah, das habe ich ja noch nie gehört. Danke für die Info. Also, durch das Ritual der heiligen Assumption, der heiligen Annahme oder sowas, hat er die Welt errichtet. Sie existiert als Raum separat der Welt unseres Herrn. Genauer gesagt ist sie innen, aber ohne die Welt unseres Lords. Okay, anders als die Welt unseres Lords ist die Welt im extremen Wandel. Unerwartete Türen und Wände, sich bewegende Flure, seltsame Kreaturen. Eine Welt, die nur er kontrollieren kann. Jeder, der von dieser Welt verschluckt wird, wird in ihr für immer leben, unsterblich. Sie werden das Reich als Geister heimsuchen. Wie kann unser Herr solch einer Abscheulichkeit vergeben?
Der restliche Part des Buchs ist zu zerstört, um es zu lesen. Es ist wichtig, mit leichtem Gepäck zu reisen in dieser Welt. Der, der zu viel trägt, wird seine Bürde bereuen. Und dann ist es wieder zu kaputt. Und deswegen haben wir ein begrenztes Inventar. Jetzt haben wir auch einen Lore-Grund dafür bekommen, quasi. Alles klar. Ich hab diese Bücher mit mir gebracht. Ach so, vor 2 Jahren ist er hier schon in das Hotelzimmer eingezogen. Okay, aber ich habe sie seitdem nicht angerührt. Es ist seltsam. Vor ein paar Tagen wurde die Power von TV und Videorekorder einfach gecuttet. Seitdem haben diese Albträume angefangen. Hast du mal andere Steckdosen versucht oder sowas? Ist ja komisch, dass alles funktioniert, nur das nicht. Ah, und hier in diese Kiste kann ich ganz viel Zeug reinlegen. Wine Bottle und Chocolate Milk. Sehr süß. Okay. Ja, ich keine Ahnung. Oh oh. Es erhob sich ein Gepolter. Was war das? Hey, aber wenn der seit 2 Jahren das Haus nicht mehr verlässt oder so, von was ernährt der sich? Oder er verlässt er erst seit 5 Tagen das Haus nicht mehr? Ich hab's nicht ganz gecheckt. Hier sind Werkzeuge und Dinger auf dem Boden. Ein Ölkanister voller Öl. Ein Trockner. Den brauche ich jetzt nicht. Eine Waschmaschine. Brauche ich jetzt auch nicht. Nichts Interessantes im Moment. Hier hat sich nichts verändert, seit ich umgezogen bin. Ist das so ein Ding in den USA, dass man in einem Hotelzimmer lebt? Ist das nicht sauteuer? Ist das nicht sauteuer, in einem Hotelzimmer zu leben? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oh oh. Da würde ich mal bei der Rezeption nachfragen, ob das so muss. Weiß ich jetzt auch nicht. What the hell? Da wird alles geliefert, ja. Unter der Tür durchgeschoben. Bitte nur sehr flache Pizzen. Ich will bitte nur Fladenbrot. Das dünnste überhaupt. Einfach unter der Tür durchschieben. I wonder if I can get out this way. Im Motel. Motel wohl eher. Die spinnen, die Amerikaner. Motels sind günstiger. Er lebt in keinem Hotel, sondern in einem Apartment. Okay. Ich dachte, am Anfang wurde gesagt, dass es irgendwie ein Hotel ist oder eben ein Motel oder irgendwie sowas. Aber vielleicht habe ich das nur reininterpretiert. Das ist möglich. Das würde ich jetzt aber beim Vermieter reklamieren. Ich meine, vielleicht ist das zur Belüftung. Das wissen wir jetzt nicht, aber der Spiegel und das hier, weißt du, hier ist Stuff kaputt gegangen. Der Wasserhahn, der sieht auch nicht gut aus. Hey, aber wenigstens läuft das Wasser nicht mehr. Wisst ihr was, ich glaube, der Vermieter war hier und hat das tropfende Wasser repariert. Das war so, er hat irgendwo an einem Rohr mit so einer fetten Rohrzange so lange gedreht, bis alles zusammengebrochen ist. Und dann hat er gesagt, ja, tropft nicht mehr. My job here is done. Es ist keine Zeit für diese Art von Sache. Natürlich ist niemand in der Badewanne. Kann ich aber auch verstehen. Ich würde jetzt auch nicht baden wollen, wenn da so ein riesiges Loch in der Wand ist, ne? Aber was ich jetzt persönlich auch nicht machen würde, ist in das Loch reinkriechen. Das wäre so das Letzte. Aber andererseits wollen wir ja aus unserer Wohnung raus, glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Abflussrohr ist gebrochen. Wollen wir es aus der Wand ziehen? Natürlich. Das ist immer eine gute Idee, oder? Dass man einfach so mal ein Stahlrohr aus seiner Wand reißt. Das ist immer gut. Vielleicht ist es eine Wohnung in einem Hotel. Apartment.
Ja, genau, ne, wegen der Nummer. Wisst ihr was? Ich habe das rein interpretiert, weil es irgendwie hieß Apartment 302 oder irgendwie sowas, ne, oder so Room 302. Und ich habe gleich an ein Hotel gedacht, weil da die Zimmer nummeriert sind. Aber wahrscheinlich in den USA, ich kenne, oder gibt's vielleicht auch in Deutschland, ich kenn's halt nicht, werden vielleicht quasi so die in so Wohnkomplexen einfach die Wohnungen durchnummeriert. Und dann sagt man so, hier die und die Adresse, Apartment 203, sowas in der Art gibt's, ne? Ja, das könnte sein. Aber ja, reißen wir mal das Rohr aus der Wand. Ich spiel's nicht ganz zum ersten Mal Saftig Obst. Ich hab's damals, als es rausgekommen ist, gespielt, als es relativ neu war. Aber schon nach ein paar Stunden habe ich frustriert aufgehört. Schauen wir mal. Eine Waffe, 3 Fuß lang. Nicht sehr powerful, aber leicht zu benutzen. Okay. Ich würde aber tatsächlich die Weinflasche als Waffe mal benutzen, weil die schnell kaputt geht und dann haben wir einen Platz im Inventar frei. Und jetzt gehen wir natürlich in das Loch. Logo. Homecoming habe ich auch eine Zeit lang gespielt, aber das hat mir auch nicht gefallen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach dem zweiten Teil wird es schwierig mit meiner Beziehung zu Silent Hill. Ja, ich hab's vorher schon gesagt, Saftig Obst. Ich finde wirklich, oder fand damals schon, und ich glaube, so wird's mir jetzt auch wieder gehen, die Room-Passagen sehr cool und stimmungsvoll und die Gameplay-Passagen tatsächlich dann eher ein bisschen nervig. Ja, ich verstehe auch nicht ganz. Wurde da jetzt wirklich so ein großes Loch in unsere Wand gebohrt, dass wir durchkriechen können? Oder ist das jetzt ein Rohr, durch das wir durchkriechen? Oder ist das eine Metapher für einen Geburtskanal? Oder sind wir gestorben? Ist das eine Metapher für deinen Tod und wir gehen ins Jenseits? Oder. Sieht aus wie das Loch, das die Nachbarn am Sonntag bohren. Ja, wir sind jetzt garantiert durch 2, 3 andere Räume auch durchgekrochen, oder? Ich glaube schon. What the hell? Die Rolltreppe in die Hölle. Hab Silent Hill 3 damals abgebrochen. 1 und 2 fand ich super. 3 habe ich auch nie durchgespielt. Oh, stimmt da irgendwas mit der Auflösung nicht oder ist die Perspektive komisch? Irgendwie sieht unsere Figur so ein bisschen stubby aus, ne? So klein und gedrungen irgendwie. Jetzt geht's. Sag grad irgendwie. Na, irgendwie schon komisch. Aber gut, ich muss mal rausfinden, wie jetzt am PC die Steuerung funktioniert. Beziehungsweise funktioniert jetzt der Controller? Nee, hey, es ist so komisch. Ich kann mit dem Controller Waffen auswählen, Kamera bewegen, alles, aber die Figur nicht bewegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich konnte auch nirgends irgendwie Tasten einstellen oder so. Naja, dann gehen wir mal. Ich würde halt gern rausfinden, wie ich kämpfen kann, ne? Ich hoffe, das Spiel sagt mir das nochmal. Information für die Lynch Street Line und die King Street Line. Bin ich hier wirklich noch in der South Ashfield Station? Die Tür ist verschlossen. Sie öffnet sich nicht. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Person.
What's your name? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? A nightmare! Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. Aber wirklich zu so einer Silent Hill YouTube-Blase würde ich mich gar nicht zählen, weil ich stecke in Silent Hill nicht so sehr drin, ehrlich gesagt. Ich habe die privat gerne gespielt, damals viele davon, aber ich habe mich nie so tiefgehend damit beschäftigt, wie jetzt eben zum Beispiel mit Resident Evil. Ah, das kann ja noch werden. Wer weiß. Wait a minute. Oh. 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 I think I'm gonna puke. Okay. 5 Stunden später. Geht das Männerklo auf. Das ist eine Metapher dafür, dass er jetzt echt dringend pinkeln muss. So, jetzt werden wir wahrscheinlich sterben, weil ich nicht weiß, wie wir kämpfen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach mal die Tastatur durchgehen. Strohhalmhunde. Wie an die Decke guckt, so muss mir das jetzt passieren. Okay, Achtung, ich drück 1, 2, 3, Q, E, R, F, Hallo, irgendeine Taste muss doch was, hier. Irgendeine Taste muss doch was bewirken, oder? Leertaste? Tabulator? Oh, Tabulator hat irgendwas gemacht. Oh Gott. R, T, Z, U, 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 okay. I. Also die Tastenbelegung ist all over the place. Was zur Hölle? Da muss man mal gucken, ob man da noch was machen kann, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie wir kämpfen. Press Action. Na, du bist gut. Okay, wartet mal schnell. Kleinen Moment. Ich muss mal schnell Good Old Games starten. Ich meine, da war eine Anleitung dabei oder so. Lass mich mal schnell schauen. Oder auch nicht. Extras. 3 Stunden später. Dann haben wir die Knöpfe. Jetzt versuche ich es nochmal. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht hat's geholfen. Oh, Slenderax, vielen, vielen, vielen Dank für die 30 Milliarden Bits gegen den Frust. Dankeschön. Hat schon geholfen.
Dankeschön. Kann ich es nochmal abspielen, weil wir es jetzt gar nicht gesehen haben? Ja, da sind sie. 395 Trilliarden Bits. Dankeschön. So, jetzt schauen wir nochmal mit Controller. Vielleicht kann ich jetzt sogar meine Figur bewegen. Das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt. Oh, aber jetzt haben wir kein Continue. Wo ist mein Continue? Habe ich jetzt irgendwie die falsche Version vom Spiel oder so gestartet? Oder was ist passiert? Hä? Ich starte mal nochmal aus dem Good Old Games Hauptmenü heraus. Schauen wir mal, ob das hilft. Die haben mir das Continue genommen. Jetzt können wir zwar die Figur eventuell bewegen, aber dafür haben wir keinen Continue-Knopf mehr. Na, mit neuer Steuerung musst du aber von vorn anfangen. So geht das nicht. Das ist zu viel für das Safe-Game. Warte mal, die Tastenbelegung ist ganz anders. Hey, wirklich, warum haben wir kein Continue? Mega weird, oder? Seiter, vielen, vielen Dank für den super Chat. Ja, machen wir schnell ein New Game, weil ich marschiere jetzt eh schnell durch einfach und dann sind wir 0,nix wieder da, wo wir waren. Aber grrr, sage ich da nur. Ein entschiedenes grrr. Oh, und ich kann meine Figur trotzdem nicht bewegen. I'll give you stars. Und ich weiß nicht, warum. Hä? Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich weiß schon nicht mehr, ob die Geräusche von euch kommen oder vom Spiel. Ach, dammit. Was ist denn los? Ich gehe noch mal ganz kurz in die Config-Datei. Moment. Jetzt habe ich wieder ein Continue. Naja. Ach ja, ob Load geht, ne? Das habe ich gar nicht überprüft. Das wäre noch eine Option. So, kleinen Moment. So, aller guten Dinge sind 3 Millionen. Jetzt versuchen wir es nochmal. Puh. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Schauen wir mal. Nee, Load funktioniert auch nicht. Ich habe aber auch noch nirgends wirklich gespeichert, ne? Okay, also wir starten jetzt nochmal kurz. Ich mache einen Speedrun bis zur Rolltreppe oder bis zu den Toilettenhunden. Wow. Ich dachte gerade, das gehört zum Spiel. Guckt mal, was ich kann. Aha, ganz recht. Ich kann die Figur mit dem Controller bewegen. Das ist jetzt ein ganz neues Level an Spielgefühl. Wandwürmchen ist jetzt ein Wörtreiber. Barry, where's Barry? Dankeschön, Agro. Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. JRGLZ90 ist jetzt ein Wörtreiber. Dankeschön, Agro, fürs Sub verschenken. Oh, Slenderex, nochmals vielen, vielen Dank für die großzügige Bitspende. Das Spendenglas geht über. Es explodiert. Was muss ich denn anklicken, damit wir hier rauskommen? Alles oder was ist los? Ja, dann klicken wir uns nochmal schnell durch. Achso, ich muss auf jeden Fall das Gesicht in der Wand anschauen, ne? Okay. Und jetzt gehe ich zum Fernseher vielleicht? Und zur komischen Kistenbank? What is it? Blood. I hope it's not Chris's blood. Man kann nur in der Wohnung manuell speichern. Okay, da muss ich noch mal gucken, dass wir das finden. Hallo, Jutek. Ja, ja. Oh, ich hab leider jetzt gerade die ganz blöde Vermutung, dass ich irgendwie gleichzeitig meine Figur bewege und Items auswähle mit meiner aktuellen Controller-Einstellung.
Aber wir gucken jetzt mal. Hä? Warum können wir nicht aus dem Fenster gucken? Ich kann es nicht öffnen. Aber rausschauen, ja, genau eben. Oh Gott. Ja, da gucken wir mal, dass wir jetzt dann gleich speichern. Dann, wenn ich nochmal was einstellen muss, sparen wir uns jetzt wenigstens die paar Minuten immerhin. Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, dass wenn ich meine Figur jetzt nach links oder rechts drehe, dann wechsle ich gleichzeitig Items und das könnte auch frustrierend werden im Spiel. Hab gerade die Fallout-Serie geguckt, die ist ziemlich gut. Ja, schon, ne? Auf dem kleinen Tisch zwischen den Sofa, rotes Buch. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal hier. 3750. Drei. 7. Darf ich fragen, ob du aus Franken bist? Nee, aus dem tiefsten Niederbayern. Ach so, ich hätte vielleicht vorher 555 wählen müssen. Ah. Ah. Hallo, Frankfurter Bub. Bei deinem Video zu Resident Evil 7 ist mir aufgefallen, dass du bei den geschnittenen Inhalten den Link zu den Artworks vergessen hast. Oh, pass auf, wenn's dich interessiert und du den nicht findest, dann... Oh, Mist. Unter irgendeinem anderen Video habe ich es nämlich definitiv verlinkt. Aber da muss ich mal gucken. Ja. So, hier kann man Sachen lagern. Alles klar. Genau, dann gucken wir nochmal durch Schlüsselloch. Alles klar. Alles klar. Dann lesen wir nochmal den Zettel da unten. Jaha, gleich. Du blödes Spiel, ey. Lass mich jetzt wieder an die Stelle, wo du mich rausgeschmissen hast. Du rollst dein R manchmal so wie wir. Aber rollt man nicht auch in Niederbayern das R so? Roller, roller, rap, tap, tap. Dann nehmen wir nochmal das Buch über, was war das gleich nochmal für ein Text? Ah ja, über die andere Zwischenwelt, die irgendwie so neben der anderen Welt existiert. Na also. Save Game Data, das ist schon mal gut. Okay, cool. Ich gehe lieber nochmal drauf. Habe ich wirklich gespeichert? Ja, ich speichere lieber nochmal. Die 3 Minuten machen wir nicht nochmal. 2-mal ist oft genug. Okay, gut. Jetzt holen wir uns noch die Milch und die Flasche aus dem Kühlschrank. Und dann gehen wir durchs Loch im Badezimmer, wie sich das gehört. Ja, da muss ich selber noch mal gucken, wo die Artworks gepostet waren. Kann ich dir leider auswendig nicht mehr sagen. Ja, yep, ich hab's befürchtet. Ah, shit. Aha, aber Moment, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir jetzt zumindest einfach weiterspielen können. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Gibt's. Kommt vor. Code Veronica. Schau mal unter dem geschnittenen Inhalte aus Code Veronica Video. Ich hoffe, da habe ich es verlinkt. Ups.
Ach so, ich muss manuell durchkriechen. Okay. Schade, dass in der GOG-Version eine gewisse Videosequenz geschnitten wurde. Aha, okay. Wurde das in Deutschland geschnitten, das Spiel, oder wie, oder was? Meiner Meinung nach der schlechteste Silent Hill-Teil. Oh, das ist schon eine harte Aussage, finde ich, weil es gibt schon sehr schlechte Silent Hill-Teile, finde ich. Aber ja. Haben wir schon geredet, haben wir schon festgestellt, dass der auf jeden Fall kontrovers ist hier. Kontrovers wahrgenommen wird. Ja, es ist ein bisschen scheiße. Aber immerhin. Wartet, ich kann jetzt... Ja. Nee, auch nicht. Wie schlage ich zu? Ich weiß nicht, wie ich zuschlage. Aha, wartet mal. Ich lasse einfach wieder los oder so? Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich zuschlage. Irgendwie drücke ich immer wieder den Knopf oder irgendwie so. Hä? Okay, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt mit der Silent Hills-Reihe aktuell nicht vor, dass ich die irgendwie so chronologisch am Stück durchspiele, wie ich das bei Resident Evil mache. Ich habe das jetzt nur als Bonusspiel passend für mich so ein bisschen zu Resident Evil Zero genommen. Beide so ein bisschen die schwarzen Schafe der klassischen Ära, wenn man so will. Und dann gucken wir mal weiter. Who are you? What's your name? Henry. And you? Wie viele Silent Hill-Spiele gibt es insgesamt eigentlich? Das ist eine gute Frage, müsste ich jetzt googeln. Aber mittlerweile bestimmt, ich tippe einfach mal auf 10. Aber vermutlich ist das sogar viel zu wenig, wenn man die Spin-offs mitrechnet. Jetzt gucken wir mal, ob ich mit meiner super weirden Steuerung, die ich bis nächste Woche definitiv nochmal überarbeiten muss, ob ich die Hunde damit kaputt hauen kann. Dann sind wir immerhin so weit wie noch nie. Ich verstehe die Steuerung nicht. Hau doch zu jetzt. Licker auf Wish bestellt, ja. Definitiv noch irgendwas an der Steuerung enden, weil irgendwie schlägt der nur zu, wenn er gerade lustig ist. Ah! Ich glaube, das soll nicht so sein, wie ich das da gerade spiele. Ja, du bist gut. Wie soll ich denn auf Gegner draufsteigen? Ich habe keine Ahnung, wie der das jetzt gerade gemacht hat. Das war komplett random. Ich muss mir das wirklich nochmal anschauen. Aber es ist halt wirklich blöd. Die Standardsteuerung funktioniert weder mit Controller noch mit Maus und Tastatur. Das ist halt irgendwie nicht optimal, ne? Eieiei. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo sie bleibt. Hallo? Ich will nicht stören oder so, aber auf meinem Klo waren ganz viele wilde Hunde. Okay. Where could this crazy hole lead to? Na, dann gehen wir doch mal rein.
Wir kriegen das schon hin. Ich glaube an uns. What? Another dream. What? But it seems so real. Ich finde, er kommt mir so ein bisschen so desinteressiert vor. Was I really inside that woman's dream? Was? War das schon wieder ein Traum? Er kommt mir ein bisschen high vor irgendwie. That's just stupid. What am I thinking? Was? Traum? Mann, ey. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Denn das Denken der Gedanken weist die Träume von anderen Menschen in die Schranken oder so. Ich gehe jetzt mal speichern. Auf einem neuen Safe Game. Wie spät ist es denn? Ah, komm. Hey, ich gehe noch mal ganz kurz in die Config. Jetzt haben wir gespeichert. Und schau noch mal, dass ich irgendwie zumindest das Auswählen der Gegenstände auf andere Tasten lege, auf die oberen Schultertasten. Ich glaube, die sind nicht belegt aktuell. Und dann kann man das, glaube ich, spielen. Schrank verschieben und dann verschieben wir einen Schrank. Also, gehen wir noch mal kurz raus. Wir kriegen das schon hin, ne? Der Stream läuft gerade mal eine Stunde. Da kann man schon noch ein bisschen rumdoktern. So nach Streambeginn. Das erinnert mich an so alte LAN-Partys, oder? Bevor es richtig losgeht, einfach mal 2-3 Stunden rumdoktern und dann wird das schon. Cerberus und Lycca. Ja, das stimmt. Lycarus, so ein bisschen sind die. Dauert nur noch ungefähr 1-2 Stunden. Bis Mitternacht finden wir uns alle hier im Netzwerk. Und dann kann es so gut wie losgehen. Eine Ewigkeit später. So. Zum gefühlt 50. Mal. Gucken wir mal. So, Load. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, unsere Loads haben wir. Ja, aber in Passau ist doch irgendwie... Ich habe nur Bilder gesehen, ne? Keine Ahnung. Nein, warum wechsle ich jetzt hier immer... Oh mein Gott, ich werde hier noch bekloppt. Warum kann man das bitte nicht in den Spieloptionen einstellen auch einfach, oder? Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich muss ihn nicht dauernd raustappen. Einmal noch, Leute. Einmal noch. Und dann spielen wir es. Ganz egal, wie es funktioniert. Okay? So. Hier. Dann könnt ihr es auch mal sehen. Wir haben jetzt hier Forward mit dem 3D-Stick nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Soweit, so gut. Welche anderen Tasten? Aha, wartet mal. Mit dem 3D-Stick nach links und rechts ist Anna X, Minus und Plus. Keine anderen Knöpfe hier sind mit Anna X, Minus und Plus besetzt. Keine anderen. Oder? Bin ich dumm? Move left, move right. Die gibt's nicht nochmal. Also warum wähle ich gleichzeitig und hier bewege nur die Kamera, das ist der Z. Warum zur Hölle? Oder? Das gibt's doch nicht. Stehe ich jetzt gerade voll auf dem Schlauch oder? Wenn der Stream an den Einstellungen verzweifelt, dann ist das Spiel wirklich Horror. Das stimmt. Die Revolution der Maschinen hat begonnen. Ha. Ich muss jetzt mal probieren, ob ich auf Q und E auch gleichzeitig meine Figur bewege und im Inventar herumschalte.
aber es gibt auch nicht wirklich Tasten. Es gibt auch nicht wirklich Tasten. Ja, ich verstehe es nicht. Vielleicht wechselst du dann nur durch, solange das Menü offen ist. Nee, aber das Menü geht ja... Alter, Einstellungssimulator, ja, spielen wir heute. Das Menü unten geht ja, sobald ich meine Figur nach links oder rechts bewege, auf. Das ist ja das Komische. Turn left ist nach links drehen. Ja, genau. Ja, okay, warte, wir können's... Ja, nee... Nee, aber es war schon so, dass ich jetzt mit dem 3D-Stick meine Figur richtig bewegen konnte mit Move Left und Move Right. Und nicht Turn Left und Turn Right. Das hat sich schon richtig angefühlt. Insofern würde ich das nicht mehr verstellen. Das Spiel hat keinen Bock auf dich, das habe ich auch das Gefühl. Guck, wie dein Pfad mit den Tasten belegt ist. Solltest du aufs Steuerkreuz legen mit dem Waffenwechseln? Ja, ja, das versuche ich ja. Aber meine Figur nach links und rechts bewegen ist anscheinend hardwired. Die gleiche Taste wie meine Waffe nach links und rechts wechseln, mein Inventar wechseln. Und das ist ja mega weird. Aber was ich jetzt wirklich versuche, was dann vielleicht einfach besser spielbar wird, ist, dass ich die hier mal auf die Schultertasten lege und das hier auf den 3D-Stick. Kann sein, dass es sich dann mega weird spielt, aber zumindest lässt es sich vielleicht spielen. Versuchen wir es. Ja, ich versuche jetzt mal, ob ich mit Q und E, ob ich da auch gleichzeitig meine Figur sidesteppen lasse und das Inventar durchschalte, weil dann ist das irgendwie vom Spiel her kaputt. Da muss ich wirklich gucken, ob es da vielleicht einen Mod gibt oder irgendwas. Nee, guck mal. Hä? Mit Q und E kann ich meine Figur einfach strafen lassen, ohne dass ich durchs Inventar klicke. Hä? Ich will nur kurz rein, um zu sagen, dass ich deinen Humor genial finde, aber erst nur die Lore-Videos von dir geschaut und seit vorgestern dein Resident Evil Playlist begonnen. Ich mag deine Schmäh voll. Dein Schmäh. Dankeschön. Das freut mich, Angelo. Sieh mal in der Treiberbelegung nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das machen wir jetzt ein andermal. Für jetzt... Schauen wir mal, wie es sich jetzt spielt. Hä? Seltsam, die Möbel wurden bewegt. Irgendjemand hat's bewegt. Ich schieb's wieder gerade hin. Oh oh. Wer könnte das getan haben und hat hier eine Pistole liegen lassen? Da liegt eine Pistole auf dem Boden. Die nehmen wir. Einfach zu benutzende Handfeuerwaffe, aber ohne viel Stopping Power. Da ist eine Nachricht in die Wand geritzt. Es sieht so aus, als würde ein Eispickel dafür verwendet worden oder irgendwas ähnliches. Die schwache Hoffnung verwandelt sich schon langsam in Verzweiflung. Wenn irgendjemand es schafft, einen Tunnel so weit zu graben. Ach so, nee, ich habe es irgendwie geschafft, den Tunnel so weit zu graben, aber egal was ich tue, ich komme einfach nicht weiter. Der Gang, die Fenster, die Wände, es fühlt sich so an, als wäre der Raum in einer anderen Dimension eingesperrt. Eileen hat's nie herausgefunden. Ja. Hey Angelo, vielen, vielen Dank fürs Jünger der Tentakel werden. Hurra! Das stimmt, mit Maus und Tastatur könnten wir es jetzt tatsächlich auch nochmal für heute versuchen, weil ich ja irgendwie rausgefunden habe, dass ich mit B zuschlagen kann. Aber ich verstehe es noch nicht ganz, aber gut. Speichern wir nochmal. Und dann...
kicken wir ein Loch in die Wand. Room. Oh. There it is. Kerzenbunkern. Hm, okay, ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass ich fürs Endgame Heilmittel aufheben sollte. Ach, guck mal, der Hase, der da sitzt. Das ist ja mal ein Easter Egg, oder? Was ist eigentlich dran, dass Silent Hill 4 ursprünglich ein anderes Spiel hätte werden sollen? Da hört man widersprüchlich. Ich kann auch nicht mehr sagen, wie dass ich das Gerücht auch schon oft gehört habe, aber dass es vom Entwicklungsteam dementiert wird, dass das so war. Da, keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woher das ursprüngliche Gerücht kommt. Ob das nur so... Weil es so ein, wahrscheinlich war es so, Schulhofgeflüster war, ne, wer weiß. Keine Ahnung. Ich würde da jetzt nicht zu viel drauf geben. Oh, wartet mal. Klingelt mein Telefon? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Where did you go? Hurry, save me! If you need a token, there's one here. A token? Die ist aber auch ganz schön fordernd, oder? Wir kennen uns seit ungefähr 30 Sekunden und sie sagt, wo bist denn du jetzt? Jetzt komm mal und rette mich endlich. Und wer rettet mich? Hä? Ey, kannst du mich jetzt mal retten vielleicht? Was ist denn los? Okay. Genau, Robbie the Rabbit. Oh, ich höre Kratzgeräusche. Kommt's? Von wo? Kommt's aus meinem Waschzimmer? Nee. Durch Schlüsselloch kann ich aber auch nicht gucken. Oder? Ah doch, ich muss nur direkt Schlüsselloch anklicken, alles klar. Die sollte lieber mal vor ihrer eigenen Haustür kehren. Ja, mach's gut, Don. Du hast wenigstens noch die ganzen Einstellungen mitbekommen. Das war das Spannendste heute vielleicht. Wer weiß. Oh Gott, oh Gott. Okay, die kehrt. Gehen wir einfach wieder durch das gleiche Loch runter vielleicht? Vielleicht schaffen wir bis morgen den Prolog. Gucken wir mal. Kommt drauf an, wie oft ich noch meine Tastenbelegung ändern muss. Die Handabdrücke bemerkt auch niemand. Nee, die sind wahrscheinlich nur in unserem Kopf. 7 Days to Die. Nee, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Es ist irgend so eine Art von Schaufensterpuppe. Sie hat eine Münze in der Hand. Nehmen wir die Münze? Ja. Münzen. Na dann. Danke. Tschüss. Ich gehe jetzt mal aufs Männerklo. Da waren wir noch gar nicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben sie irgendwie nicht mehr so ganz gerettet, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier, ich verstehe es nicht. Wartet. Ja. Ah, okay, mit dem Controller funktioniert also auch der Nahkampf leider nicht. Okay, alles klar. Da muss ich irgendwie grundlegend irgendwas verändern, weil da viel sich überschneidet, was mit Maus und Tastatur jetzt aber funktioniert.
Erstes Rätsel, stell die Steuerung ein. Ja. Ja, Good Old Games Spiele funktionieren normalerweise immer sehr gut, aber da muss ich mal echt nochmal gucken, was wir da mit der Steuerung machen können. Ich würde es gerne mit Controller spielen und eigentlich unterstützt ja auch nativ Controller, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann werden wir das schon auch hinkriegen mit Maus und Tastatur. Müssen wir uns nur ein bisschen gewöhnen dran. So, hingehen. Na schau, das ist ein bisschen umständlich. Die Tastenbelegung ist meiner Meinung nach sehr weird. Ich muss meine Hand wegbewegen quasi, ne, wenn ich irgendwas anderes machen will als gehen. Aber das kann man alles noch feintunen. Hauptsache, wir können jetzt spielen. Yes, Leute. 1,5 Stunden und wir können spielen. Also für so alte LAN-Partys wäre das eine ziemlich gute Zeit. Ein Bezahltelefon, aber es ist kaputt. Woher weißt du das? Bist du irgendwie Telefoningenieur? Die sehen eigentlich, die leuchten grün. Grün leuchten ist Videospielsprache für es funktioniert. Also ich weiß ja nicht. Aber ist ja auch sein erstes Videospiel hier, ne? Der hat da nicht so viel Erfahrung. Die Good Old Games Version stürzt wenigstens nicht mehr so oft random ab. Ich habe wirklich eigentlich relativ gute Erfahrungen mit Good Old Games gemacht. Oh, ein fetter Wurm. Der war wahrscheinlich auch in unserem Zimmer, in unserem Bad. Na komm, kick ihn doch. Dankeschön. Beziehungsweise muss ich einfach die Hand von der Tastatur nehmen. Können wir den Wurm hauen? Hau den Wurm. Ha. Na gut, Wurm. Einigen wir uns auf Unentschieden. Uah. Nehmen wir die Pistolenmunition. Die Hunde schreien wie Pumas. Das ist aber auch so ein typischer Videospielgegner-Schrei, den die haben, finde ich. Der ist bestimmt aus so einer Audiodatenbank oder so. Den hört man oft. Uh-oh. Wir kommen hier nicht weiter. Ah, laufen ist wenigstens auf Shift. Das ist einigermaßen intuitiv. Das ist gut. Dann sind wir hier jetzt nur für die Pistolenmunition gekommen. Kann das sein? Das ist ja auch lame. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Moment mal, ich habe doch so ein Chip von der bekommen, ne? Können wir hier vielleicht irgendwo an einem Automaten den einlösen oder sowas? Station Guide, aber der Text ist verschwommen und nutzlos. Das klingt schon sehr nach Traum. Kennt ihr das? Wenn in Träumen Texte nicht lesbar sind? Man sieht irgendwie sowas Ähnliches wie Buchstaben, aber es ergibt nicht wirklich Sinn. Können wir uns ein Ticket holen? Ja, Münzauswurf. Kann nicht benutzt werden. Okay, die Münze ist basically schon unser Ticket. Aber wohin damit? Dahin? Nee. King Street Entrance. Ach so, warte, Exit und ja. Wir brauchen eine Münze. Ja. Haben wir. Hier. Hä? Wie benutze ich die jetzt? Das wäre noch gut zu wissen, wie ich Sachen benutze. Wartet mal. Shit. Enter? Nee.
Okay, das ist die Map. Ja, ich weiß, dass ich die Münze benutzen muss. Die Frage ist, wie benutze ich irgendwas? Lasst mich mal alle Tasten auf meiner Tastatur durchgehen. Irgendeine muss es ja sein. Ah, warte mal. Nee, das ist eher Beschreibung. Steuerung? Nee, Steuerung ist es leider auch nicht. Tabulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, ich bin alle Tasten durch jetzt schon langsam. Enter habe ich auch schon. Ah, warte mal. Es ist Steuerung rechts und nicht Steuerung links. Alles klar. Die Steuerung ist wirklich all over the place. Meine Güte. Aber gut. Wir tasten uns vor. Dadurch kriegt das Spiel eine ganz neue Ebene. Can't use it here. Hä? Wirklich nicht? Doch beim anderen Automaten. Nee, eigentlich nicht, ne? Can't use it here. Guten Appetit. Chess Smithy, warum kann ich die jetzt hier nicht benutzen? Muss ich vielleicht direkt hier drauf zielen? Nee. Und auf die Tür komischerweise vielleicht? Ah, ja, ich muss auf die Tür zielen, nicht auf den Münzautomaten. Logisch. Logisch. Ich hatte jetzt einfach die Handvoll Münzen genommen und auf das Drehkreuz geworfen. Das war so porös. Ist gleich zerbröselt. Ah, fliegende Geistermenschen. Sind die fliegenden Geistermenschen schon unsterblich oder kann ich die noch verhauen, theoretisch? Der will mir das Herz rausreißen. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. It's broken. Noch besser. Noch besser, oder? Yeah. Das Spiel verwirrt auf so vielen Ebenen, ja. Ich bin auch gerade verwirrt. Also kann ich die jetzt nicht töten? Die sind unsterblich, ja genau. Ich glaube wirklich, ich habe das Spiel früher nicht weiter gespielt als bis hier, weil mich das so genervt hat, dass hier irgendwie fliegende Handpuppen hinter mir her sind und ich nur weglaufen muss. Das hat mich so genervt, ich hatte da sehr schnell keinen Bock mehr. Und ich bin immer noch kein Fan davon, sage ich euch ganz ehrlich. Wisst ihr, Mr. X ist eine Sache oder sowas in der Art, aber das ist schon nervig. Ich glaube, ich sollte mal eine Heilung benutzen, oder? Können wir das benutzen? Nee. Wir haben keine Heilung. Na gut, dann verhauen wir weiterhin alle. Oh Gott. Ich verliere, glaube ich, Lebensenergie, wenn die einfach nur in meiner Nähe sind, ne? Ich kann leider nicht helfen. Ich kann den Geist durch die Wand durchhauen. Das ist interessant. Ich kann mir vielleicht einen Snack hier am Süßigkeitenautomaten kaufen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber nee, kann ich auch nicht. Verdammt. Aha, jetzt gehen wir in die U-Bahn. Ein Knopf, den drücken wir natürlich. Jetzt sind die Türen offen. Aber die ist jetzt zu.
Ach, jetzt ist sie bei uns. Okay, hallo. Warum klingt denn der Boden in der U-Bahn so matschig? Ekelhaft. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir jetzt einfach wieder zurück? Ich meine, ich habe sie immerhin gerettet. Komm, laufen wir wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Gucken wir mal. Kann ich irgendwie die Ebenen verändern? Nee, auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel warm wäre. Ich kann mich schon wieder erinnern, warum ich die Passagen wirklich nicht mochte, ohne Witz. Dabei finde ich es so schade, weil ich finde die Raumpassagen so stimmungsvoll und cool eigentlich. Aber das ist irgendwie, das finde ich irgendwie alles nicht so gut. Muss ich schon sagen. Muss ich jetzt, um rauszukommen, auch wieder so eine Münze benutzen? Ja, anscheinend. Klingt wahrscheinlich so matschig, weil so viele Leute mit ihren schmutzigen Schuhen überall rumge... Ja, ich will gar nicht wissen, was da auf dem Boden klebt in der U-Bahn. Ich muss mich durch die Züge hindurch bewegen. Ja, ich hab's mir schon gedacht, weil sie jetzt auch verschwunden ist, ne? Wenn sie jetzt immer noch hinter mir gewesen wäre, hätte ich gesagt, gehen wir einfach wieder zurück ins Apartment. Aber das sieht so aus, als müssten wir weitermachen. Ich wollte ehrlich gesagt nur weg von den Geistern, weil ich die so nervig finde. Okay. Ich befürchte, so unsterbliche Geistergegner, die werden über das ganze Spiel hinweg noch irgendwie, oder? Ich denke, die begleiten uns eine Zeit lang, ne? Ach Gott, da habe ich so keine Lust drauf. Hallöchen. Auch wenn der gerade ein bisschen lustig aussah mit seinem Fischerhütchen. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir in die Richtung, oder so. Aber hier geht's auch nicht weiter. Und hier geht's aber auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann schauen wir mal, ob wir andere Türen öffnen können hier. So wie die da zum Beispiel. Ja, Geister tauchen immer wieder auf, aber die Wallmen oder wie die heißen, finde ich fast noch schlimmer. Na wunderbar. Du machst mir ja Bock. Oh, da ist was. Schnell, nimm's. Da ist eine Toybox. Da steht $1,000 oder irgendwie so ein ähnliches Zeichen drauf. Verschlossen und ich kann's nicht öffnen. Was zur Hölle? Finde ich jetzt irgendwo einen Koffer mit $1,000, die ich dann in die Toybox stecke? Habe ich hier eine Karte von denen? Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Naja, schauen wir einfach mal weiter.
Okay. Die Tür ist verschlossen. Wo bin ich jetzt? Ich bin auf der anderen Seite. Ich glaube, wir haben es geschafft. Erstmal zumindest. Ein Loch. Wolfenstein habe ich da, also das ist aber schon, also ich meine, also jetzt pass auf, was meinst du damit? Ich habe einen der neueren gespielt, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, und ich habe den ganz alten Original gespielt, als er noch ganz stark indiziert und verboten und ganz schlimm war. Ich schätze mal, durch das Loch können wir wieder in unsere Basis und speichern und so, oder? Hallo, Klemmbausteinmeister. Klemm meine ich. Klemmbausteinmeister. Hi. Gibt später noch stärkere Geister. Na, wunderbar. Ich hab jetzt schon Bock drauf. Ich finde wirklich so unsterbliche Gegner immer furchtbar nervig in Spielen. Das geht mir immer auf die Nerven. Aber es gibt Schlimmeres. Kriegen wir schon alles hin. Aber ich guck mal, ob es einen Mod gibt, dass ich die einfach umbringen kann. Das wäre schön. Ich will welche kaputt hauen. Nix weglaufen. Verstehst du? Noch wirst du in deiner Wohnung geheilt, das ändert sich später. Oh je, das auch noch. Okay, jetzt passt mal auf. Da Waffen sowieso nutzlos sind in dem Spiel bis jetzt, habe ich so gemerkt, lege ich mal auf jeden Fall das kaputte, ja, die Schokomilch lege ich auch mal rein. Und die zusätzliche Pistolenmunition, dann ist unser Inventar schön leer. Und dann gucken wir mal. Geht's jetzt schon wieder runter? Machen wir schon wieder weiter? Ja, ich glaube schon, dass die nicht so tragisch sind, die Geister. Aber ich bin trotzdem kein Fan von der Mechanik allgemein. Das muss man mögen, glaube ich. Mögt ihr das? Gibt's Leute im Chat, die sagen, nee, ich finde das total super, dass es unsterbliche Gegner gibt? Ich mag das total gerne. Oder ist das sowas, dass Leute nur nicht ganz so schlimm finden wie ich, aber so richtig geil findet es keiner? Aber ja, ich habe verschiedene, um die Frage vorher zu beantworten, ich habe verschiedene Teile der Silent Hill, der Wolfenstein-Reihe gespielt. Aber alles schon lang her und nie so wirklich, würde ich sagen. Die Mechanik hat was. Ah ja, okay. Na gut. Mich haben die Geister extrem genervt. Okay, mich auch. Die Hunde kann man auch so ziemlich ignorieren, habe ich das Gefühl, oder? Die sind eh blind. I found the exit. Come to the turnstile. Henry, I found the exit. Come to the turnstile. Hurry! Hurry! Hurry, Harry! It's him! It's coming! Uh-oh, he's coming. Ja, und sterbliche Gegner, die von überall hin folgen können. Was gibt's Besseres? Ja, eben, ne?
Vor allem, wenn die auch durch Wände fliegen und es ist einfach, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die beste Designentscheidung war. Aber vielleicht hasse ich das auch einfach nur sehr, ich persönlich. Und für andere Menschen ist es eben nicht so schlimm, man weiß es immer nicht. Aber ich glaube, für mich ist tatsächlich so, dass durch diese unsterblichen Gegner das Spiel um 500% frustrierender und nerviger wird. Und wenn das nicht wäre, dann wäre es vielleicht schon ganz nett so. Wisst ihr? Das ist für mich schon sehr ausschlaggebend. So, Harry, ich glaube, es wird Zeit, dass wir Hunde hauen. Oh, was aber, das ist aber... Sollten wir nicht zu Hause nachmachen. Allein als ich gesagt habe, wir sollten Hunde hauen, ne, hat sich mir alles zusammengezogen. Naja, kick doch mal den anderen da. Nein! Danke. Oh, kriegen wir jetzt ein Waffen-Upgrade, den Golfschläger. Ein 9er Eisen. Hä? Kann ich das jetzt bitte nehmen? Ja. Ein Golfschläger, mächtig und leicht zu benutzen, aber bricht leicht. Na komm, dann rüsten wir es aus, das Ding. Wie war das gleich nochmal? Ja. Okay, da fehlt ein Hebel. Na gut. Da kommt Licht von der Seite des Tunnels rein. Oh, böse Hunde. Schlickerhunde. Die teleportieren sich voll hinterher. Nein! Er ist grazil meinem Stampf-Attackenangriff ausgewichen. Ah, der zweite hat getroffen. Tja. Pech gehabt. Ich höre gerade so ein Brummen hier bei mir. Ich glaube, das ist der Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob der so klingen sollte. Aber das ist ein Problem für nach dem Stream. Ja klar, Obscur habe ich gespielt, aber nur den ersten Teil. Fand ich ganz nett eigentlich. Okay. Wow, das ist gefährlich. Ich darf mich doch nicht die Rolltreppe so runterschubsen. Kann man sich echt wehtun. Willkommen bei meinen Hassgegnern, ja, kann ich verstehen. Okay. Einfach kurz abbremsen, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wenigstens hat er mich in die richtige Richtung katapultiert. Das ist nett. Ach, ich wollte gerade fragen, ob das jemals ein Ende nimmt mit denen. Und schon hat es ein Ende genommen. Okay, ich guck mal schnell auf die Karte. Orientierung ist für mich, glaube ich, auch ein Problem in dem Spiel. Oh nein, da ist schon wieder ein unsichtbarer Geist. Unsterblicher. Nein! Ja! Nein! Nein! Au, was macht der? Zuzelt da an meinen Brustwarzen. Weiß nicht, was ich davon halten soll.
So, was haben wir denn hier? Viele Bücher, Make-up, Women's Make-up-Items, also Frauen-Make-up-Utensilien sind überall auf dem Boden verteilt. Die müssen Cynthia gehören. Das kann unmöglich jemand anderen gehören. Remove the plate, yes. You got the template place card. Also die, wie sagt man, Musterkarte, die leere Musterkarte. Aha. Uh-oh. Are you okay? It's just a dream, right? I think I drank too much last night. Ja, okay, ich sehe schon. Ich glaube, das wird auf YouTube geclaimed, wenn die Musikstücke alle so geschützt sind hier. Aber hilft nichts. Ist auch nicht so schlimm, solange ich keinen Strike kriege, ne? Macht ja nichts. Guck mal, da ist eine Nummer auf ihre Brust eingeritzt, oder? 16121. Soll ich das aufschreiben? 16121. Ich schreib das mal auf. 16121. Cutscene Boob Number. So. Nee, die Nummer ist nicht wichtig, nur irgendwas für die Story. Ach so, na gut. Ich wollte die schon anrufen jetzt. Home sweet home. Cynthia. Ja, wir schauen uns eh um. Wir schauen eh wieder durch alle Ritzen und Löcher. Polizei kommt. Man, what's that noise out there? Hast du noch nie Polizei gehört? Hallo Buddy, bin so gespannt, wie es mit Resident Evil 9 weitergeht. Hab mich so gefreut auf nächstes Jahr. Ich bin auch sehr gespannt, wann das jetzt erscheint. Aber zumindest die Gerüchte, dass es auf einer asiatischen Insel spielt und dass Leon die Hauptfigur ist und dass es vielleicht so ein bisschen Open-World-iger wird als andere Resident Evils, die wurden ja nicht dementiert, ne? Das ist ja immer noch so on the table. Gucken wir mal. So, schauen wir mal aus dem Fenster, was das für ein Trubel da draußen ist. Ich kann sie nicht öffnen. Ich will auch gar nicht, dass du sie öffnest. Ich will, dass du rausguckst. Guck doch einfach mal raus. Wie wär's denn damit? Ah, jetzt. Oh, oh, Krankenwagen. Haben sie Cynthia gefunden? Ja, vermutet unsere Hauptfigur hier auch.
Okay. Hat sich die Nummer geändert? Nee. Aber wir könnten noch mal anrufen, oder? 575. Welcome! Welcome! What are you buying? Da drüben steht jemand sehr komisch am Fenster. Hallo? Siehst du mich? Oh, guck mal, der da unten spielt Air-Gitarre. Now here's a weird fucking door. Air-Gitarre. Boah, der geht voll ab. Ich frage mich, was der hört. Wahrscheinlich, wie heißt das eine bekannte Lied aus, jetzt hat er aufgehört. Aus Guitar Hero? Dragonfly? Nee. Ihr wisst, was ich meine. Wetten. So, 3750. Ich ruf noch mal an. Der war beim letzten Mal sehr unhöflich. Hat einfach ins Mikrofon gerülpst. Bin gerade konfus. Hat der Teil auch direkt was mit Silent Hill, also dem Ort, zu tun? Ich kann dir bis jetzt nicht mehr sagen als das, was wir jetzt gesehen haben. Also bis jetzt noch nicht. Hurry up and get that ambulance. Quit yapping and move her already. Damn. She's got numbers carved into her chest. Oh. I wonder if. Wir reden definitiv von Cynthia. Aber warum höre ich das im Radio? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nur in unserem Kopf. And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. Oh. Mother and child are doing just fine. Ha, also Mutterschaft ist ein großes Thema in dem Spiel, definitiv, ne? Wir hatten vorher schon die Nabelschnur und die Geburtskanäle überall und jetzt kriegt Wally the Walrus ein Baby. Das ist scheinbar irgendwie wichtig für die Interpretation des Spiels. Nehme ich mal an. Ich kann Telefon und Fernseher nicht benutzen. Es fühlt sich so an, als hätte mich irgendetwas absichtlich von der Kommunikation abgeschnitten. Place Art, ich weiß nicht, was das ist, from Subway World. Ach so, da steht nicht Template, da steht Temptation. Das sehe ich jetzt erst, das habe ich vorher falsch gelesen. Da steht Verführung drauf quasi. Okay. Warte mal, der Golfschläger geht bald kaputt, ne? Dann behalte ich den jetzt lieber mal. Brauche ich die Münzen noch? Wissen wir jetzt nicht, ne? Ah, wenn ich es dann nicht dabei habe und wir brauchen es, bin ich frustriert. Aber ich pack's jetzt mal weg und die Münzen auch. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Eklika? Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwas steht, aber das letzte Wort sieht schon sehr nach K aus, die letzten drei Buchstaben. Da ist auch ein Auto definitiv auf dem Cover drauf, ne? Beklem K. Naja. Speichern wir mal. Was, Gesundheitsdrink auch weg, meinst du? Hä? Ah, wow, dankeschön für die 30 Bits. Ich habe mir gerade gedacht, den Quack-Sound haben wir aber noch nie gehört. Das war ein Bit-Sound und kein Random-Sound. Dankeschön. Ja,
Habe ich auch online gelesen, Heilung sollte man sich für später im Spiel aufheben, dann braucht man es wirklich. Und am Anfang verschwendet man normalerweise viel zu viel und dann ist alles blöd. Oh oh, ein Brief mit Blut geschrieben. Oder zumindest mit roter Tinte, wir wissen es nicht. Selbst wenn der Kult an sich gegangen ist, der Geist des Kults ist immer noch da draußen oder am Leben. Da sind so zu viele seltsame Dinge, die in der Stadt passieren. Ich ermittle gerade gegen zwei Personen oder untersuche sie gerade. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, eine Person. Ich bin kurz davor herauszufinden, was los ist. 8. April. Ja, gut. Ah, guck mal, ich kann die Kamera hier sogar bewegen. Ist da ein neuer Handabdruck dazugekommen? 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der sieht so frisch aus, ne? Ha. Ha. Gucken wir nochmal zum Hasenplüsch. Wie genau bist du nochmal auf den YouTube-Namen gekommen? Das war so ein Insider. Ein Insider, der ursprünglich aus dem Spiel Progress Quest kommt. So ein Programm, das automatisch Abenteuer generiert. Und da haben wir sehr lang die Abenteuer unseres Landsquid Bird Rider verfolgt. Deswegen, ist das auch eine Heilung, die da steht? Kann ich die nehmen? Nö, nee, anscheinend nicht. Na, schade. Ich speichere nochmal. Vorsichtshalber. Also haben wohl die Geister des Kults von Silent Hill hierher, ja irgendwie sowas, ne? Vielleicht sind das sogar die Geister, denen wir begegnet sind. Dann haben wir unsere Verbindung zu den anderen Teilen. Hä? Warum komme ich hier nicht raus? Hilfe! Normalerweise bin ich nach dem Speichern immer wieder zurück ins... Okay, gut. Alles okay. So hat gerade ein bisschen gesponnen, aber alles gut. Ja gut, schade, dann gehen wir schon wieder ins Loch. Und genau das ist jetzt, das, ich erinnere mich wieder, ne? Alle Erinnerungen kommen zurück. Genau das ist die Erfahrung, die ich mit dem Spiel beim ersten Mal spielen hatte. Es ist immer so ein, okay, dann schätze ich mal, gehen wir wieder in die scheiß U-Bahn. Und dann freue ich mich wieder, wenn ich in der Wohnung bin und dann findet man wieder coole neue Details und irgendwelche Sachen haben sich verändert und es ist cool. Und dann ist wieder so, ja, ich schätze mal, dann gehen wir jetzt wieder in die U-Bahn. Und genau so geht's mir jetzt gerade auch wieder. Ah, das Loch wird größer. Na dann, kommen wir wenigstens leichter durch. Hallo, Jin. Klingt nach Silent Hill 4 PTSD. Ja, ich glaube auch. Oh, aber jetzt sind wir nicht in der U-Bahn, sondern im Wald. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Ja, ja, das habe ich schon verstanden mit dem Angriff aufladen. Wer auch immer da draußen ist, ich habe einen Golfschläger und ich werde ihn benutzen. Ich bin immer für ein kurzes Spiel Golf zu haben. Hier könnte ich schon wieder zurück in die Wohnung. Okay. Wer kennt eigentlich den Film Spaceballs? Wer kennt nicht den Film Spaceballs? Na, ich schätze mal, bei Menschen unter 30 wird die Quote wahrscheinlich geringer, oder? Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen älter ist, kennt Spaceballs, oder? Muss ich die auch zertreten? Sind das
Fledermäuse oder Motten oder was? Ja, ich muss die auch zertreten. Okay. Fledermotten. Lederlappen. Okay. Guckt, mit solchen Gegnern kann ich arbeiten. Die kann ich hauen, auf die kann ich drauf treten. Die können meinen Golfschläger kaputt machen. Das ist alles in Ordnung. Solange die nicht unsterblich sind, ist alles gut. Oh, ich sollte echt meinen Golfschläger wechseln. Steuerung. B und hauen. Die haben auch so komische menschliche Beine. Ich würde das Modell von denen echt gern mal näher sehen. Irgendwie sehen die nicht wie Fledermäuse aus. Kleine Feen mit Hörnern. Vampirfeen. Ein Möter, genau. Halb Mensch, halb Köter. Ja, mag ich wirklich eben auch. Habe ich ja schon gesagt, ne? Ich mag die Stimmung in dem Spiel tatsächlich gerne, aber... Gott nervt mich alles an dem Spiel. Alles, was irgendwie mit Gameplay zu tun hat. Und ich bin halt so ein Gameplay-Mensch, wisst ihr? Ich bin halt so ein Gameplay-Mensch. Für mich ist das Gameplay 80% von dem Spiel. Wenn das Gameplay gut ist, dann hat das Spiel schon gewonnen. Und andersrum. Ich sag mal, so ein Spiel muss schon verdammt gut in Story, Inszenierung und Spielgefühl sein, dass ich über beschissenes Gameplay hinwegschauen kann. So wie bei Silent Hill 2 oder Deadly Premonition oder sowas. Irgendwie sind die ein bisschen lustig, auch die Gegner. So, bam, möge der Saft mit dir sein. Ja, würde ich auch gerade sagen, Merchandise. Mann heißt auf Schwedisch Lederlappen. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Aber ich habe zumindest auch schon oft gehört, dass Batman im Schwedischen Lederlappen heißt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nie überprüft. Ich habe es einfach als Funfact hingenommen. Der Motor läuft noch und die Tür des Fahrersitzes ist offen. Alle möglichen Dinge sind verteilt auf dem Sitz. Darunter auch Müll und Papierfetzen und da steht was drauf. Es ist eine Weile her, seit ich... Und jetzt... Achtung! Achtung! Macht euch bereit! Es ist eine Weile her, seit ich hier nach Silent Hill gekommen bin. Dam, dam, dam! Vielleicht treffe ich diesmal den Teufel! Aber immer wenn ich an so einen coolen Ort wie Silent Hill komme, werde ich wirklich durstig. Na dann Prost, ich auch, jetzt wo er es sagt. Okay. Jasper Kane. Da ist außerdem ein Notizblock. Ich bin mir nicht sicher, was dieser laute Kerl meinte, als er gesagt hatte, seine Heimat ist das Waisenhaus in der Mitte. Der See ist nordwestlich. Also wäre das Gegenstück südöstlich. Hä? Der laute Kerl hat noch was gesagt, das ich nicht verstanden habe. Wenn du den ausgegrabenen Schlüssel findest, dann kannst du zurückgehen. Aber leg ihn irgendwo
weg, bevor du hierher zurückkehrst. Okay, wir haben Jaspers Memo gefunden. Ich verstehe auch nicht, was der laute Kerl meinte. Oh, guck mal, bist du der laute Kerl oder bist du Jasper? Hallo? I guess. There was another guy here before, a real nosy guy. But I was the one who found the stone first. In the old days, natives called it Nakihona. They used it in a ceremony for talking with their dead ancestors. And now those guys are using it too. Call it the Mother Stone. They're just up ahead in that weird building, operating some kind of crazy religious cult. They used to collect orphans and did things to them. Kind of gives you the chills, huh? This stone. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mir der Stone so die Chills gibt. Der sieht jetzt nicht mega weird aus. Ich finde es eher komisch, dass da oben irgendwie Äste aus dem Stein wachsen. Das ist wirklich komisch. Es ist schon irgendwie ein cooler Stein, würde ich sagen. I guess. Keine Ahnung. Gehen wir mal zu den weirden Leuten im Haus, die komische Experimente an Waisenkindern machen. What could possibly go wrong? Ich hau die einfach mit meiner Stange. So. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Likarus. Ich wollte gerade sagen, sollte ich da durchgehen? Ich weiß ja nicht. Die Antwort ist ja. Ah ja! Moment mal, das war gerade voll der aufgeladene Schlag. Na komm, steig drauf. Die Steuerung ist mega weird, aber schön langsam komme ich rein. Schön langsam kann ich spielen, so. Oh, ein Brunnen? Fallen da Heiltränke raus, wenn ich draufklicke? Ist es so dunkel, ich kann nichts sehen. Okay. Wo war das? Manchmal verstehe ich meine eigenen Referenzen nicht. War das Sacred, oder? Ich glaube, in Sacred sind immer Heiltränke aus dem Brunnen gefallen. Oder Diablo. Nee, es war schon Sacred, glaube ich, nicht Diablo. Oder was doch? Titan Quest? Nee. Ich bleib bei Sacred. Kumpelstein in SpongeBob. Nee, den meinte ich nicht. Okay. Sacred war richtig, genau, gut. Silent Hill Smile Support Society Wish House. Aha, vom Wish House haben wir auch schon mal gehört. Ich dachte tatsächlich, dass der Ort, in dem wir wohnen, Wish House heißt. Aber jetzt sind wir in der Silent Hill Lach Support Gruppe. Das ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wird. Ha. Na, dann gehen wir doch mal rein. Ziemlich kultig sieht's hier aber nicht aus. Aber es wäre auch ein schlechter Kult, wenn man reingeht und es sieht sofort kultig aus. Wobei, so mit Blut auf einen Stein kritzeln am Kinderspielplatz, bisschen weird, oder? Diese Schrift, was bedeutet sie? Weiß ich nicht. Gehen wir mal in unser Haus schnell und speichern. Oh, ich muss ehrlich sagen, ohne Scheiß, wirklich, ohne Witz, ey. Jetzt, wo wir aus der U-Bahn raus sind und wir nicht mehr gegen unsterbliche Scheißgeister kämpfen, die irgendwo durch die Wände glitschen und uns einfach fressen,
gefällt mir das Spiel gerade sehr viel besser. Ohne Witz, dieser Abschnitt hier gefällt mir gerade sehr viel besser. Richtig schön. Ey, wenn doch nur alles so wäre. Ich würde es lieben wahrscheinlich. Oder zumindest sehr gut finden, das Spiel. Oh, wartet. Telefon. Oder ist das die Türklingel? Ich komme. Ich habe leider ein bisschen... Es kann ein bisschen dauern, bis ich die Tür öffne. Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah. Yeah, called in super. Damn it. They can't hear me. Na super, als Hausmeister haben wir im Chat heute schon gelernt. Danke dafür, das wäre eine gute Idee. Ich habe ein ziemlich großes Loch im Bad. Das sollte sich der Super echt mal anschauen. Ja, die alten Werner-Filme kenne ich natürlich auch. Falls du es nicht kennst, ich kann dir auch mal Call of Cthulhu empfehlen. Ja, ja, das habe ich natürlich auch gespielt. Da habe ich ja auch, das ist schon länger her, aber da habe ich ja auch mal, das ist jetzt nicht kein Call of Cthulhu-Spiel, aber es geht in die Richtung, The Sinking City gespielt. Das war auch so ein Spiel, das ich eigentlich gerne mögen würde oder eigentlich in Teilen sogar wirklich mag, aber die Kämpfe sind halt wirklich scheiße und leider wird das Spiel dann hinten raus immer kampflastiger und dadurch immer nerviger. Das wäre beinahe ein ganz gutes Spiel geworden, The Sinking City, wenn die nur das Kampfsystem entweder ein bisschen besser oder einfach sehr viel weniger gemacht hätten. Aber naja, wollen wir nochmal in die Wohnung gucken? Level up! Jetzt werden wir den Kult easy zugrunde tackeln. Hey. Hey, blutiger Hase. Hol mich hier raus. Ah. Dann halt nicht. Ah, ich kann mich hier auch ein bisschen umrühren. Ja, genau. Ihr wisst schon, was ich meine. Guck mal. Ist das, soll das so sein? Ich kann hier in einen Bereich gucken, wo die Textur von der Tapete plötzlich ultra schwammig wird. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich glaube, ich sollte nicht so weit nach rechts gucken können. Ich habe auch die Auflösung auf HD gestellt. Und das ist natürlich nicht die native Auflösung von dem Spiel. Ich glaube, das Spiel ist ursprünglich nicht mal wirklich 16:9 gewesen. Kann das sein? Insofern kann das schon sein, dass wir tatsächlich manchmal in Winkel gucken können, die ursprünglich nicht sichtbar hätten sein sollen für uns. Jetzt nimmt das Spiel erst so richtig Fahrt aus. Hey, da ich jetzt irgendwie noch nicht mal eine Stunde spiele, ist es mir peinlich, das zuzugeben. Und ich hatte das auch anders in Erinnerung. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das Spiel noch nie so weit gespielt, wie wir jetzt sind. Ich glaube, ich habe immer in der U-Bahn aufgegeben. Ich habe immer, wenn die Geister rumgeflogen sind, gesagt so, ne, ich bin raus hier. Macht's gut, Leute. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. So in der Art. Ich dachte, in meiner Erinnerung hätte ich das ein paar Stunden wenigstens gespielt. Aber entweder war ich wirklich sehr schlecht und bin in der U-Bahn wirklich so gar nicht weitergekommen, was möglich ist. Oder aber ich habe einfach wirklich sehr schnell aufgegeben. Oh, voll gruselig, Leute. Ich habe gerade in der Kamera da oben die Reflexion meines Auges gesehen und habe mich so leicht erschreckt. Oh nein, da ist ein Kolibri-Falter. Wow, Teleportationshunde. Der hat eine andere Farbe, der ist bestimmt der Anführer. Mit extra viel Robustheit. Vorsicht, extra viel Robustheitsattacke.
Ah, Cheetah. Ist der ein bisschen massiger oder bilde ich es mir ein? Guck mal, die arbeiten hier gut zusammen, ne? Immer wenn ich einen umhau, kommt der andere und beißt mich in die Wade. Wadezwicker sind das, Kleine. Dabei dachte ich, das sind eher so Zuzler. Stimmt da eigentlich? Beißen die mich wirklich? Ich dachte, das wären eher so Zuzelgegner. Und eher nicht so Beißgegner. Ah, naja. Ich hab's auch immer in der U-Bahn ausgemacht vor Langeweile, ja. Und ich vor Genervtheit, irgendwie Frust. Hätte ich vorher mal, gehe ich gerade falsch, hätte ich in das Gebäude mal reingehen sollen vorher. Aber whatever, werden wir gleich sehen. Das Geräusch der Hunde kenne ich von Turok. Na, ich habe vorher auch schon gesagt, McClyde, das ist irgend so ein Standard-Datenbank-Geräusch. Ich kann es nicht hundertprozentig zuordnen, aber das wird definitiv oft benutzt. Turok kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da auch benutzt wurde. Goldschläger. Okay, hier könnten wir speichern. Holen wir uns noch schnell ein paar Heiltränke. Es ist so dunkel, dammit. Ja, ich schätze, dann gehe ich nochmal zurück. Ab ins Waisenhaus des Kults. Locked. Achso, na gut. Das ist einer dieser alten Sounds, die generell gerne für Raubkatzen genutzt werden. Ja, ja. Den gab es bei Tomb Raider 3 zum Beispiel, auch im Dschungel. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Lore zu Silent Hill ist komplizierter, als dass man es einfach so erklären könnte. Definitiv. Und dann ja auch noch für jeden Teil für sich genommen, ne? Ich könnte jetzt nur ein bisschen was über die Silent Hill 2 Lore erzählen. Da habe ich mal ein bisschen mich in die Analyse reinbegeben. Aber in allen anderen stecke ich überhaupt nicht drin. Überhaupt nicht. Und dann gibt's ja noch so eine übergreifende Verbindung zwischen den Spielen. Und da bin ich dann komplett raus. Wow. Hat der eine Flasche in der Hand? Anscheinend. Wenn die nicht unsterblich wären, ich würde den so gern mit meinem Golfschläger einfach weghauen. Aber nein. Oh, das frustriert mich so. Unsterbliche Gegner frustrieren mich so. Übrigens auch in Resident Evil 2 Mr. X. Aber Mr. X kommt nur für einen relativ kurzen Part und der ist nicht dauernd da und der ist eigentlich ganz cool. Und den, ne, das ist okay irgendwie. Aber auch der nervt mich tatsächlich. Oh, guck mal, die Lampe hat sogar eine Reflexion in den Scheiben der Bilder. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen ganz schön nice für damalige Verhältnisse, ne? Schöner Effekt. Sehr, sehr schön. Bin begeistert. Das ist so ein kleines Detail, ne? Weil das ist halt wirklich schön, weil früher, zu der Zeit, gab's halt nun wirklich sowas wie Reflexionen und Raytracing und was weiß ich was nicht. Das heißt, das wurde extra per Hand gemacht. Die haben sich gedacht, okay, hier geht man oft hin zum Speichern, hier steht man oft, da machen wir das, da machen wir so eine Reflexion, so eine gespiegelte, semitransparente Lampe dahinter die Wand so, ne? Copy-pasten, sieht cool aus, sieht gut aus, haben die schön gemacht. Gibt's sonst, glaube ich, auch nirgends wirklich so Reflexionen, oder? Das haben die wirklich nur für die Lampe da gemacht. Das ist schon schön. Ja, cool.
So kleine Details finde ich immer, die faszinieren mich immer. Okay, gehen wir wieder zu dem blöden Geist. Hui! Ich habe mir richtig vorstellen, wie er drin sitzt. Ja! Ja, ich gehe ja schon bis auf den Geisterkerl. Ja, genau, die Standardauflösung von dem Spiel. Ach so, ich bin in-game. Die Standardauflösung von dem Spiel war auch 1024, glaube ich, zu 768, glaube ich, ja. Ich habe die dann eben hochgeschraubt. Hey, little boy. What are you doing here? You're finally the third revelation. Das sieht auch ein bisschen creepy aus, der kleine Boy, oder? Nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. Finally, it's gonna happen. Hi, empty sin or something. Hello. Okay, kleiner Junge läuft weg. Hallo? Ah, okay. Der Junge macht mir mehr Angst als die weißen Monster. Ja, ist es wirklich so? Nein, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Geh weg. Geh weg, Alkoholikergeist. Moment mal, war das vorher schon ein Friedhof? Da steht was Seltsames hier. Ja, ich wollte mir lieber die abgetrennten Körperteile angucken, die da liegen. Die finde ich seltsamer als die Schrift, muss ich sagen. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, okay, das ist anscheinend nicht mal eine Tür. Hä? Jetzt bin ich aber überfragt. Okay. Dann gehen wir... Ah, guck mal, beim Wish House gibt es noch eine Tür, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir vielleicht nochmal zurück ins Wish House. Okay, da steht auch wieder eine Nummer drin. 11121. 11121. Das ist interessant, Leute. Ich, wie gesagt, Lore von Silent Hill 4, ich habe keine Ahnung. Aber das ist interessant, weil auf der Brust von der Catherine, oder wie sie hieß, war 16121 eingraviert. Und hier in dem Grab haben wir jetzt 11121. Wir haben quasi jedes Mal die Endung 121. Nur bei ihr war es 16 und hier im Grab ist es 11. Als ob irgendwie Opfer von irgendwas durchnummeriert werden. Und die 121 ist irgendeine Kennziffer, die sich wiederholt, die irgendwas, ne, eine Todesart oder sowas zeigt. Und vorne haben wir eben das Opfer 11 hier in dem Grab und sie war dann das Opfer 16 oder sowas in der Art. Wie viele Handabdrücke sind außen in meinem Apartment? Ich glaube 20, ich glaube mehr als 16. Hm. Naja, gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie eine kleine Theorie draus spinnen können aus den Nummern oder eine kleine Deutung, Interpretation. Bevor ich mir dann anschaue, was es wirklich bedeutet und mir dann denke, oh, das macht viel mehr Sinn als meine Theorie. 16 Hände? Wirklich? Sind 16 Hände? Weil das wäre crazy. Vor allem, weil doch der letzte so frisch war. Eieiei. Dann sind da vielleicht diese Hände die Opfer des Kults oder irgendwie sowas, ne? Okay, okay, okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich bin gehakt. Vielleicht stehen die Handabdrücke für Leute, die gestorben sind. Und weil sie eine Dame da gestorben ist, kam... Genau. Kam noch eins dazu. Genau, das meine ich ja. It's locked. Soll ich den mal mit dem Golfschläger hauen? The door won't open. Ja, habe ich auch schon gemerkt, ne? Gave me something really good. Okay. Was hat er dir gegeben? Have it, but not for free.
I'm really... Thirsty. Oh! Oh! Verzeihung. Ich brauche die Schokomilch. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Das Spiel gibt einem hier schon wirklich, weißt du, dass man es auch wirklich versteht. Ich bin durstig, verstehst du? Sehr, sehr durstig. Hast du schon mal ein Item gesehen, das man trinken kann, das du mir jetzt geben könntest? Ich bin sehr durstig, ne? Und was ich wirklich mag, ist Schokolade. Verstehst du, hä? Schokolade, durstig. Jaha, Spiel, ich hab's verstanden. Nee, warte mal, ich hab das Spiel weitergespielt. Oder ich hab's mal auf jeden Fall irgendwo gesehen, weil ich kann mich dran erinnern, wie hier im Apartment alles sehr stark eskaliert. Das kann nicht sein, dass ich das nie weitergespielt oder gesehen habe als zu dem Punkt. Fällt mir gerade so ein. Chocolate Milk. Trinken nicht vergessen, Frank, ich denke ganz genau. Da hast du recht. Ich speichere mal kurz. Das klingt jetzt schon fast wie SpongeBob Schokolade. Also wirklich, ich finde ja SpongeBob sowieso unglaublich lustig. Und, also ich habe das lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, hat mir hier im Chat jemand gesagt, dass die neuen Folgen nicht mehr so sind wie die alten. Aber früher die ersten paar Staffeln sind halt echt ultra komisch. Und mein Lieblingsgag bis heute ist immer noch, wo Patrick so einen Keks hat. Und dann müssen die sich, glaube ich, den irgendwie einteilen oder so, weil sie verhungern, ich weiß es nicht. Und dann sagt Patrick so, ich glaube, ich esse meinen Keks gleich auf. Und dann isst er ihn und dann sitzt er wieder so mit leerem Ausdruck da und sagt, ich glaube, ich esse meinen Keks gleich auf. Und dann beißt er sich auf die Hand und merkt, er hat seinen Keks schon, oder sein Keks ist weg, ne? Muss man wahrscheinlich sehen, kann man nicht nacherzählen. Finde ich eine sehr lustige Szene. Aber Patrick ist überhaupt super. Das waren die goldenen Jahre, ja. Kann schon sein. Ich muss mir die neuen mal angucken, ob die wirklich nicht mehr so gut sind, aber kann schon sein. Fun Fact, auf Jaspers Shirt ist der Endboss von Silent Hill 1 abgebildet. Ach, lustig. Ich hab mich verlaufen. Ich muss ins Badezimmer. Mayonnaise auch ein Instrument? Ja. Das ist schon gut. Hey, danke schön für die Bits, der Franklin. Das war ein Schokoriegel bei Patrick, ja. So, guck mal, was ich für dich hab. Achtung, Item auswählen, Steuerung rechts. Jetzt habe ich selber getrunken. Zum Glück nicht. Ah, ich sehe es, ja. Oh man, that was awesome. T-Shirt meine ich. Here, take this. There's something written on it. Okay. Ein kleiner Spaten mit blutiger Inschrift. Nimmst du ihn? Okay. Den blutig ingeschriebenen Spaten. Okay, was steht da mit Blut? Gegenüber von da, wo der Fluss und das Haus sich treffen. In der Hand, die den Boden festhält. Wo, welcher Fluss? Hand, die den Boden festhält. Ich meine, so viele Gebiete gibt's nicht, ne? Ich kann mich nicht an den Fluss erinnern, aber ich würde annehmen, das ist der Fluss und hier ist das Haus, oder? Und die Mitte davon, 1, 2, 3, wäre dann das da mit dem kleinen Auto. Da gehe ich jetzt mal hin. Aber ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Beziehungsweise muss ich mal gucken, weil da hinten wird mir auch noch eine Tür angezeigt. Die haben wir noch gar nicht... Die haben wir noch gar nicht getestet. Aha, da geht's auch lang. Na, dann gehe ich erstmal da lang.
Hunde hauen. Nein, ich sag das nicht gerne. Ich finde das wirklich schlimm. Ich muss mir andere Namen. Ich finde, im Chat wurde vorher eine Mischung aus Licker und Cerberus vorgeschlagen. Ich glaube Licarus oder so. Ich finde, das ist gut. Licarus hauen. Jetzt bin ich irgendwie in einer alten Mine oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe vergessen, wie man kämpft. Ach so, hier. Oh, da kommen die anderen. Yeah, Double Kill. Zumindest Double aus Takedowns. Dreh dich um. Oh, vielleicht hätte ich nicht den guten Golfschläger dafür benutzen sollen, ne? Naja. Okay. Gut. Und jetzt Double Kick. Hat das echt für beide gezählt? Nice, das war gut. Hoia! Bam. Ich meine, wisst ihr, das Spiel hat jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel und so. Insofern ist es klar, dass das Kampfsystem jetzt nicht das allerbeste ist. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu Silent Hill 1, das wir ja vor relativ kurzer Zeit erst gespielt haben, hat sich da tatsächlich was getan. Das spielt sich schon besser als Silent Hill 1 und 2, würde ich sagen. Aber logisch, liegen auch viele Jahre dazwischen und es ist immer noch nicht jetzt super gut. Aber doch, man merkt schon so eine Evolution, das finde ich schon ganz gut eigentlich. Portable Medikit. So, was haben wir denn hier? Der Oberkörper fehlt. Welche Art von Göttin? Oder war es eine Art von Göttin? Ich weiß nicht, woran er festmacht, dass es eine weibliche Göttin ist, ne? Okay. Hier steht irgendwas Seltsames. Kann ich das verschieben? Der hat sich gerade so komisch runtergebückt, aber ich glaube, das war nur, um die Inschrift zu lesen, die er dann doch nicht lesen kann, ne? Ja, okay. Ich dachte schon, der schiebt das jetzt gleich zur Seite. Aber nee. Aber nein. Na, ich finde die Steuerung von 4 furchtbar. Da ließen sich vorherige Teile gefühlt besser spielen. Na, weiß ich nicht. Ich finde, die Kämpfe gehen mir besser von der Hand tatsächlich. Obwohl die Tastenbelegung mega weird ist. Aber vielleicht auch nur, weil ich es jetzt vom ersten Teil gewohnt bin. Ne? Das kann durchaus auch sein, dass es damit zusammenhängt. Ich gehe speichern. Auch wenn wir gefühlt... Ich hab Licarus getötet. Das kann man schon mal speichern. Und wir können die Heilung in die Kiste legen. Sie müssen nur die Heilung in die Kiste ziehen. Where's everyone going? Bingo? Ey, jedes Mal für einen kurzen Moment denke ich mir so, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt getriggert? Wisst ihr, gerade wenn man so Horrorspiele spielt, die irgendwie so ein bisschen unberechenbar sind. Ich dachte mir, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas in der Kiste ausgelöst, irgendein Kisten-Event. Guck mal, wie schön ist eigentlich das Detail, das muss ich jetzt auch mal lobend hervorheben, dass die beiden Eisen hier unterschiedlich gebrochen sind. Ach, das ist auch ein 6er-Eisen und ein 9er-Eisen. Ach so, okay. Na, schön. Licarus, jetzt habe ich Appetit auf Lakritze. Ich mochte als Kind Lakritze überhaupt nicht. Aber irgendwie, weil ich, das kann ich gar nicht genau erklären, aber ich, wo hat er gerade hingeguckt? Auf den Grabstein, glaube ich. Weil irgendwie meine Uroma Lakritz gern mochte, habe ich so getan, als ob ich es auch gerne mögen würde und habe es immer gegessen, obwohl ich es eigentlich ekelhaft fand. Und mittlerweile mag ich Lakritz aber wirklich gerne. Okay, wir sind jetzt am See. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Trip hierher gemacht. Da ist ein Foto von dem See in meinem Zimmer.
It's Toluca Lake in Silent Hill. Er ist wunderschön. Na gut. Das ist fast ein bisschen so, das ist eigentlich sogar ganz cool, ne? Das ist fast ein bisschen so, als würde Silent Hill in andere Bereiche hineinwuchern. Ne? Und als ob es quasi so diesen Tunnel in unser Apartment gegraben hätte. Diese unsichtbaren Tentakel, die sich von Silent Hill aus durch die Welt schlängeln. Und wir haben jetzt quasi direkt diesen Tunnel nach Silent Hill oder so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie... Fällt mir das. Okay, jetzt passt mal auf. Das Rätsel war, jetzt muss ich noch mal auf die Karte schauen. Ich war jetzt gerade am See. In der Mitte, ich muss noch mal kurz lesen, was auf dem Ding steht. Aber wie ging das gleich noch mal? RT, T was? Boah, das ist eine kleine Fliege oder eine Mücke. Gegenüber... Hey, Asia, my heart, vielen, vielen Dank fürs Beitreten bei den Jüngern der Tentakel. Dankeschön. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Ja, ich glaube auch. Sammelst du VGA? Ich weiß nicht, was VGA gerade ist. Videogames einfach oder so? Ich sammle nicht wirklich Videospiele, kann ich nicht sagen. Es hat sich ganz schön viel angehäuft, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bewusst irgendwelche seltenen, ne, Dinger mir suchen würde. Ich habe Lust, in naher Zukunft mal Silent Hill zu spielen. Welches wäre der beste für den Anfang? Ich würde den zweiten empfehlen, denke ich mal. Ich würde den zweiten empfehlen. Ja, seid ihr auch. Videogame Grading, Pixel Grading. Hä? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Also ich sammel's vermutlich nicht. Also, jetzt passt auf. Opposite where the lake and the house meet. Inside the hand holding onto the ground. Opposite where the lake and the house meet. Also... Opposite where the house and the lake meet. Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Und wo die Hand den Boden hält. Wo hält denn die Hand den Boden? Welche Hand hält denn wo welchen Boden? Und da soll ich dann schaufeln oder so. Habe ein VOD vom Resident Evil Gameboy Spiel gesehen. Das war auch anders wild. Ja, das war schon sehr lustig. Irgendwo sind halt Baumwurzeln, die wie Hände aussehen. Ah, okay, okay. Aber opposite gegenüber... Oh, wo kommst du denn her? Gegenüber, wo der Fluss und das Haus sich treffen. Das verstehe ich gar nicht. Aber schauen wir uns einfach mal ein bisschen die Bäume an. Ich glaube, meine erste Idee war eigentlich schon ganz gut, dass wir woanders hingehen. Gegenüber. Ist das hier die Hand, die den Boden hält? Nee, ihr meintet im Chat Baumwurzel, ne? Na, schauen wir mal. Psst. Ruhe. Ruhestörung um die Zeit.
kann hier im Wald nicht so rumschreien. Okay, hier ist das Auto. Ich glaube, schon langsam gehe ich zu weit zurück. Na, viele Gebiete sind es nicht mehr. Dann laufe ich mal noch weiter. Nee, hier bin ich schon nicht mehr im Wald. Gehen wir nochmal zurück. Hängt da noch so eine Fledermaus im Baum? Naja. Geh jetzt handkühlen. Okay. Befehl Erfolg. Dann gehe ich mal den anderen Weg noch, oder? Ich weiß gerade wirklich nicht, was gegenüber von da, wo Haus und Fluss sich treffen, heißen soll. Weil meiner Meinung nach treffen sich Haus und Fluss gar nicht irgendwie. Weil der Fluss ist ganz woanders wie das Haus. Ich habe ein paar komische Bäume mit so, genau, mit so Blutbinden gesehen, aber die sind es auch nicht. Schon langsam kann ich das Geräusch nicht mehr hören, wie hier die Türen quietschen. Das Geräusch finde ich auch nicht schön. Oh nein, hier ist der betrunkene Geist. Ich hoffe, ich muss nicht hier irgendwas machen. Ach, geh doch weg, Suffkopf. mein Friedhof. Aber es erinnert mich ein bisschen an Zelda Ocarina of Time, der Friedhofs Totengräber, nachdem er gestorben ist. Oh, was haben wir denn da? Bam, you can't use this here. Arme kommen aus dem Boden. Oh Mann. Zum Glück sind es nur Wurzeln, Baumwurzeln. Ja, jetzt geht's. Die Mücken haben 4-mal zugeschlagen. Ah, und die Hand ist geschwollen. Oh Gott, Mistviecher. Und wir haben den rostigen, blutigen Schlüssel. Das klingt doch gut. Oh, das war vorher nicht so. Ich glaube, mein Bildschirm gibt hier den Geist auf. Oh mein Gott, bleibt das jetzt so? Moment mal. Laufen wir gerade? Ist das schon wieder... Laufen wir jetzt immer im Kreis? Ist das jetzt so ein Ding? Bleib mal schön brav auf dem Weg. Oh nein. Wir sind gefangen in einem Loop. In einem ewigen Loop. Hier ist alles gut. Hier ist der Suffgeist und mein Weg nach Hause. Irgendwas hat der wütende, laute Mann hat gesagt, ich soll den Schlüssel wegwerfen oder so. Ah, ja.
wartet mal, wie wär's denn damit? Ich gehe jetzt da nach hinten, leg meinen Schlüssel in meine Itembox und kann dann vielleicht ohne Schlüssel zurückgehen. Na, und dann? Mhm. Jetzt gucken wir mal. Hi Marco. Lieber Mücken und so als die ekelhaften Fliegen. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme lieber Fliegen als Mücken. Weil Fliegen sind nervig und alles, aber die stechen wenigstens nicht. Musst in das Loch, wo der Geist ist. Ja, ja, das habe ich schon. Habe ich schon alles concluded hier. Konkludiert. Achso, muss nur noch in das richtige Zimmer gehen. Gut, dass ich das Auto untersucht habe, weil sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Dass ich das wegklicken kann, ist komisch, ne? Weil dass ich es wegklicken kann, bedeutet, dass das keine versteckte Ladezeit ist, wie ich den Tunnel runterrutsche. Du hast jetzt nicht ernsthaft den Schlüssel abgelegt, oder? Doch, muss ich. Guck, weil jetzt kann ich hier zurückgehen. Das war ja gerade der Kniff. Verstehst du? Und jetzt beim Waisenhaus ist ja auch ein Loch. Da kann ich den Schlüssel einfach wieder rausholen. Und so ist das Rätsel gelöst. What are you buying? Ganz genau. Ich kauf einmal Rätsel gelöst für 100. Und Dankeschön, Ella Sings, für die wunderbaren 3 Euro. Lass dir gut gehen damit. Dankeschön. Wenn es Blähfliegen sind, denkst du anders. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Es sei denn, ne? Wir reden von radioaktiv mutierten Riesenmücken. Dann weiß ich's wieder nicht. Von Bloodshots oder so. So. Ja, ich muss wirklich sagen, ohne Witz, ich habe das Gefühl, das Spiel beginnt richtig scheiße und wird dann besser. Kann das sein? Eieiei. Weil, ey, die U-Bahn, ohne Scheiß. Ich habe die gehasst. Ich dachte mir, um Gottes Willen, ich glaube, das spiele ich nicht durch. Was für ein schreckliches Spiel. Und jetzt hier im Wald finde ich bis jetzt eigentlich alles ziemlich cool. Hallo. Er trinkt immer noch seine Schokomilch. Ja, dann will ich nicht stören. Dann benutzen wir den rostigen Schlüssel und gehen ins Waisenhaus. Hallo, liebe Sektenmitglieder. Ich bin hier, um euch mit meinem Knüppel zu verhauen. Kommt raus, wo immer ihr seid. Und wehe, ihr seid unsterbliche Geister. Wehe, ich warne euch. Dann kann ich euch nämlich nicht mit dem Knüppel hauen. Es fällt auseinander und ich kann die meisten Seiten nicht mal lesen. Hier ist der Teil, den ich lesen kann. Das zweite Zeichen. Und Gott sagte, bietet das Blut der 10 Sünder an. Für die weiße Eule. Nee, warte mal. Und das weiße Blut. Nicht die weiße Eule. Und dann wirst du von den Fesseln des Fleisches befreit und bekommst die Power des Himmels. Von den dunklen Tiefen bring hervor das Leuchten. Und grind thyself with despair for the giver of wisdom. Und ja, grind dich selbst mit Verzweiflung für den Geber der Weisheit.
das dritte Zeichen. Und Gott sagte, bring zurück die Quelle der Sünden, Versuchung, der sündhaften Versuchung oder sowas. Oder der Versuchung der Sünde. Unter den aufmerksamen Augen des Dämonen. Wandere alleine im formlosen Chaos. Nur dann wirst du die vier Atonements, nur dann werden die vier Atonements sich ausrichten. Oder so. Oh oh, ich habe gerade eine Tür gehört. Ah, guck mal, da raucht's ganz schön. Remove the plate, yes. Wir haben eine weitere Place Card gefunden. Wir haben schon die der Sünde und jetzt haben wir die der Source. Ein Baby wird gezeigt. Okay. Hä? Bist du nicht der Schokomilchmann? Wie bist du so schnell da reingekommen? War die Schokomilch so heiß? Ich hätte die nicht so früh aus dem Kühlschrank nehmen sollen. Oh, da haben wir es. Guckt, da war was. Was hat er sich in die Brust Ich kann die ersten Ziffern nicht lesen, aber es ist wieder dieses 121 hinten. Nach meiner Theorie müsste es 17 sein, was vorne steht, aber ich habe es nicht gesehen. Es wäre voll lustig, dass wenn man die Schokomilch bis kurz vorm Schluss im Kühlschrank lässt, dass er dann nicht verbrennt, weil von der Schokomilch gekühlt wird. Hier, 17121. Da haben wir es. Und wenn jetzt noch eine weitere blutige Hand draußen an der Tür ist, dann aber, dann finde ich es richtig nice. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt zählen wir mal die Gold. Ich komme. Ich wollte eh sowieso durchgucken. Ich komme schon. Geh mal kurz zur Seite. Meister, super. Superintendent. Are you in there, Henry? Yep. Help me. There's something wrong with this room. Help. Let me out of here. Is anybody home? What's going on here? What's going on in this town? Jetzt ist schon das Super Nintendo höchstpersönlich da. Da ist eine neue Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ja, okay. Und der unterste, die dritte Reihe ist jetzt eindeutig neu dazugekommen. Definitiv. Das heißt, die ersten 15 Tode haben wir nicht mitbekommen. Aber bei 16 und 17 waren wir jetzt dabei. It's the same one as back then. Und in dem Grab vorm Waisenhaus war irgendwie im Grab die Nummer 11 noch mit drin, aber da wissen wir nichts drüber. War halt irgendein Waisenkind wahrscheinlich. Scheint fast so unser Protagonist ist ein Massenmörder. Er war zumindest immer mit dabei, ne? Wer weiß. Okay, interessant. Und da drüben sitzt das blutige Kuscheltier. Dass da kein Jumpscare gibt, jetzt dreh dich doch ganz schnell um und guck in die Kamera. Und da macht so wing.
Es kommt bestimmt noch. Schade, dass du nicht auch einen Zettel unter der Tür durchschieben kannst. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ich habe sogar Notizblock hier. Oh, hat sich da eine Kette gelöst oder war das schon immer frei, dieses eine Gelenk hier? Da unten ist auch eins frei. Muss ich mal genauer drauf achten. Die Frage ist nur, haben wir uns hier eingesperrt oder haben wir irgendwas ausgesperrt? Oder haben wir irgendwas mit uns eingesperrt? Okay, Leute. Die erste Stunde, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dachte ich mir, um Gottes Willen, ich hasse alles an diesem Spiel, um Himmels Willen, von der Steuerung über die unsichtbaren oder die unsterblichen Geister in der U-Bahn und die U-Bahn, die total verwirrend ist und ich dachte mir so, ne, ohne Scheiß, ne. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich hooked und find's ziemlich cool. Und da machen wir definitiv nächsten Mittwoch weiter. Nächsten Dienstag geht's jetzt dann hoffentlich wieder um 18 Uhr normal los mit Resident Evil Zero. Auf das ich, das habe ich wirklich nicht so Bock, aber doch, spielen wir natürlich durch. Und Fallout 1. Und dann nächsten Mittwoch geht's weiter mit Silent Hill 4. Le Room. Jo, schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hab mich sehr gefreut. Danke für Bits und für Subs und für Spenden und für YouTube-Mitgliedschaften und alles und fürs Dabeisein einfach. Super cool von euch und hoffentlich dann bis nächste Woche. Gutes Nächtle. Tschüss. Oh, danke nochmal für die Bits, der Franklin. Dankeschön und gute Nacht.